In den letzten Wochen war hier im Game Talk Full House. Heute ist es wieder ein bisschen intimer. Mit unter anderem einer Horrorerfahrung, die ich gemacht habe, die ihrem Namen zu 100% gerecht wird. Jetzt hier im Game Talk. Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Ausgabe des Game Talks. Mein Name ist Ilias Alawi und an meiner Seite ist mein Moderationspartner, der Veteran, der Einzige, der Großartige, Gregor. Ich, hi, schön, dass ich da sein darf, Ilias. Es freut mich auch sehr. Ich musste echt die letzten Tage über Halloween meine Stimme schonen. Weil, ja, ich höre das so ein bisschen, dass du so ein bisschen noch, angeschlagen hier reingekommen bist. Also es geht halbwegs jetzt wieder. Ich habe auch so gut wie nichts gemacht, also stimmtechnisch. Keine Let's Plays, keine Aufzeichnung, ein kleines Video nur aufgenommen, als es wieder einigermaßen gestern ging, nach einigen Tagen Ruhepause. Aber wer das Formel-1-Turnier gesehen hat am Donnerstagabend, auf einmal war es nach einigen Tagen Buchmesse, ein paar Aufzeichnungen, die wir hier gemacht haben, endliche Moderationssachen nochmal drumherum. Irgendwie bleh. Irgendwie bleh. Das ist aber trotzdem gut für die Leute da draußen. Das bedeutet nämlich, für Content ist gesorgt. Die Content-Maschine ist am Laufen. Geil. Und das ab und zu auf Kosten der Stimme, die aber hoffentlich bald wieder zu 100% ready ist. Alles für die Kunst. Alles für die Kunst. Ich hätte gerne auch über Halloween gestreamt und andere Sachen nochmal gemacht, weil es hat sich ja angeboten, den freien Tag und alles. Wir haben ja auch etliche Horrorspiele, die gerade da sind. Aber ich bin mal gespannt, was andere Leute hier so gemacht haben, ohne dir jetzt eine Überleitung aufzuzwingen. Du, ich nehme dir jetzt einfach mit. Ich nehme dir einfach mit. Wir sind heute zu zweit. Das bedeutet, dass wir, was Zeit angeht und was unsere Themen angeht, wie ich finde, uns ein bisschen gehen lassen können. Das finde ich und gut. So wie im Leben. Und ein bisschen Freestyle und schauen, wohin uns so die Reise hier in dieser Sendung führt. Du hast es gerade angesprochen. Gestern, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung, war Halloween. Und das habe ich zumindest zum Anlass genommen, um nochmal zu schmökern und zu gucken, was könnte ich denn potenziell spielen, um diese Atmosphäre, die wir jetzt hier gerade in dieser Herbstsaison haben, gerecht zu werden. Hab mir gedacht, okay, eventuell gucke ich in Silent Hill rein. Oh. Hab mir nur Videos angeguckt und das hat mich so krass abgeschreckt, dass ich gesagt habe, nee, das mache ich nicht. Welche Videos hast du dir angeguckt von welchem Spiel? Silent Hill 2 von der die PS2-Version. Aber jetzt nicht, weil es technisch schlimm war oder so, sondern wirklich, weil ich das einfach spooky fand. Okay, ich fand das wirklich einfach unangenehm. Kann ich verstehen. Es ist faszinierend eben. Das haben wir ja schon öfters mal diskutiert. Also dafür, dass jetzt Angst oder sowas regt sich bei mir bei Horrorspielen so gut wie gar nicht mehr. Dafür, echt? Dass ich früher so ein Schisshase gewesen bin. Das und jetzt, ich setze mich hin und baller Resident Evil 7 VR oder jetzt mit der Leinwand, die ich habe, einfach nachts schön Horrorspiele zum Einschlafen. Interessant. Das ist schön, dass du noch nicht so abgestumpft bist. Ja, aber ich hab halt noch nie großartig mich in diesem Territorium ausprobiert und hatte schon damals, was war das? Das war, glaube ich, Fahrenheit 1. Das Spiel von Quantic Dream. War das Quantic Dream damals noch? Und ich erinnere mich nur, wie, das hat mein Bruder damals gespielt und da gab es irgendeine Szene in der Psychiatrie. Ja. Und das hat mich damals so kaputt gemacht, dass ich mir dachte, okay, ich will mit dieser Farbpalette, die ich gerade auf diesem Screen habe, will ich nichts zu tun haben. Ja. Möchte nichts damit zu tun haben und will das niemals spielen. Hab dann, vorher gab es dann noch das große Resident Evil Drama, wo das erste Mal der Zombie so nach hinten guckt. Oh. Wie alt war ich da? Keine Ahnung, 6, 7 oder so. Wurde es auf einen Schlag 10. Ja, I wish. Ja. Ich habe da erstmal schön bei meinen Eltern gepennt eine Zeit lang, bis ich mich wieder in mein Bett getraut habe. Das waren traumatische Zeiten. Sag mal, hast du überhaupt in anderem Kontext Spaß am Horror oder am Grusel? So gehen Filme für dich? Was ist mit so Splatter-Sachen? Weiß bei mir zum Beispiel, ich mag Splatter persönlich nicht sehr gerne. Mhm. Einfach auch, weil ich da schon von Kindesbeinen anderen Erlebnis hatte. Ich ja schon erzählt, dass ich irgendwie in Griechenland damals mit 5 Jahren Tanz der Teufel gesehen habe. Weil es war denen einfach allen scheißegal, was da gesendet wird. Oder um 18 Uhr gab es Day of the Dead im Fernsehen. Sehr gut. Oder choke on it, während der die Gedärme da so rausbekommt. Ich mag das persönlich nicht so sehr, weil das irgendwie auch, ich kann da nicht den kleinen Schalter so umlegen, dass es alles nur fake ist, sondern es nimmt mich schon irgendwie mehr mit. Ich mag mehr diesen psychologischen Horror und diese anderen Geschichten, aber ich kann schon, Splatter ist okay, wenn es im Kontext der Story vernünftig funktioniert und nicht nur Hauptsache Gekröse. Ich hatte die Schwierigkeit gehabt, bei Spielen konnte ich die Abstraktion wesentlich schwieriger machen, weil ich
das Gefühl, ich bin jetzt verantwortlich für das Schicksal dieser Figur. Ich bin dann irgendwie mit dran beteiligt und es liegt an mir, ob da jetzt sowas passiert. Das hat mich wesentlich härter für einige Zeit gegriffen. Das kann ich komplett nachvollziehen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich für diese Figur verantwortlich bin. Ich habe vielmehr das Problem, dass ich mich in diese Figur hineinprojiziere. Mhm. Dass ich dann das Gefühl habe, okay, ich bin jetzt Teil des Ganzen und wenn mich halt jemand verfolgt, so ein scheiß Mr. X oder so, dann verfolgt er mich halt auch wirklich und dann steigt halt der Druck und dieser ganze Panik, die dieses Spiel suggerieren möchte, würden einige behaupten, macht alles richtig, wahrscheinlich ist das auch der Fall, aber irgendwann war es dann so viel für mich, dass ich dann mir gedacht habe, okay, ich halt lieber ein bisschen Abstand von dem Ganzen. Ich habe es jetzt vor ein paar Jahren als Resident Evil 2 Remake war mein erstes Resident Evil, das ich wirklich alleine gespielt habe. Und auch wenn es halt, wie ich finde, auch sehr derbe Horror für mich zumindest war, fand ich es dann doch ziemlich interessant, so das ganze Game Design auch nochmal so wertzuschätzen, weil das halt wirklich einfach ein gutes Spiel ist. Das erkenne selbst ich als jemand, der nicht so viele Aktien in dieser Reihe oder generell in diesem Genre hat. Und das dann gepaart mit so einer dichten Atmosphäre, mit dieser Art von Spielsituation, in der du getrieben wirst, das ist für mich zumindest eine verhältnismäßig frische Erfahrung. Und allein das hat mich damals schon neugierig gemacht und wo ich mir damals schon den Entschluss gefasst habe, okay, früher oder später sollte ich mich dann doch ein bisschen tiefer in dieses ganze Geschehen hineinwagen. Ja, letzten Endes ist es ja kein Zwang, sich diese Sachen anzugucken. Es gibt so viele verschiedene Genres und ich bin ja auch kein großer Fan von Echtzeitstrategie. Ab und zu mal ist okay. Und ich weiß, ich verpasse bestimmt auch einiges, wenn ich nicht den ganzen Tag League und andere Sachen spiele. Aber nichtsdestotrotz, it's not for me. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Gerade bei so Horrorsachen, ich sage dir, was potenziell vielleicht helfen kann, wenn du da dich noch mal ein bisschen weiter ausprobierst. Ich finde, ich habe weniger Grusel bei solchen Sachen, wenn mein Charakter von der Position der Dominanz dann daherkommt. Da gab es ja zum Beispiel vor vielen, vielen Jahren Fear 2. Also Fear, der Ego-Shooter, der so auf Spooky und Grusel und so weiter geht und der hat sich nicht zurückgehalten mit Splatter-Effekten, in Deutschland natürlich auch nochmal geschnitten, aber es war alles so diese, das Licht geht im Gang aus und da taucht die Schattenfigur vom Mädel mit den langen Haaren auf. Na, die Ring-Leute lassen sich schön das bezahlen wahrscheinlich, wenn es dann irgendwann so weitergeht, aber wenn du einen bis an die Zähne bewaffneten Marine spielst, ja, der alles sonst auseinandernehmen kann mit seinen MGs und so weiter, dachte ich, wozu soll ich Angst haben hier? Na, also ich bin nicht mit denen hier eingesperrt, sondern die mit mir. Ja. Im Großen und Ganzen. Wenn du dann aber eher so was hast wie Siren Blood Curse, glaube ich, hieß es auf der PS3, wo du ein Kapitel spielst mit so einem kleinen Mädel, das durch ein ganzes Krankenhaus mit Zombie-Krankenschwestern sich schleichen muss. Hat mich wesentlich mehr gepackt. Mm. Das war schwieriger. Du, jetzt habe ich versucht, weiter mich zu bilden und zu schauen, okay, was könnte als nächstes für mich funktionieren. Silent Hill 2 stand außer Frage, das wollte ich noch nicht machen. Da habe ich mir Resident Evil 4 angeguckt und da habe ich gesehen, okay, es ist hell, verhältnismäßig hell, du hast viel Braunpalette und du hast Feuer, es ist alles Tag. Fand ich auch sehr gut. Ich mache mal hier einen Trailer von der Remastered-Version erst einmal an. Könnte ein All-Inclusive-Urlaub sein irgendwo in Spanien, ne? Ja, hab das gestreamt gestern und das Ding ist, ich hab eine Horrorerfahrung gehabt, Gregor, aber nicht die Horrorerfahrung, die ich erwartet habe. Da bin ich mal gespannt jetzt. Sondern der eigentliche Horror war die fucking Steuerung. Das ist das Schlimmste, was ich je gespielt habe. Hast du gedacht, warum kann Leon nicht gehen, wenn ich ziele? Ja! Das, wie süß. Ich habe fast eine Stunde gebraucht, um zu checken, dass man so eine Halbumdrehung machen kann. Mhm. Ich musste stehen bleiben und dann erstmal hier schön die Nummer gemacht. Quick Turn ist super wichtig hier. Ach du Scheiße. Und das Zielen, du hast kein richtiges Fadenkreuz, sondern du hast nur diesen roten Laserpointer, der super frickelig ist. Boah, ja, interessant. Und generell auch die Gegner ist super, super komisch. Erstmal rennen die zu dir und dann 5 Meter oder so 3-4 Meter vor dir bleiben sie dann stehen und gehen dann ganz langsam zu dir hin, damit sie dir halt auch nochmal die Zeit geben, was ich zumindest sehr, sehr gut fand. Aber trotzdem mega weird. Generell so die ganze Stimmung. Natürlich hast du diesen Resident Evil Cheese da drin, aber dass das halt so stellenweise so out of place war und
nicht ich das Gefühl hatte, dass das irgendwie nicht so zu dieser Welt passt. Mhm. Keine Ahnung, warum das so war. Ich hab, wie gesagt, ich spiele das erste Mal, ich habe das erste Mal dieses Spiel gespielt. Ach, du hast ja diese Roundhouse-Kicks. Das ist geil. Die du I da auch it. Drin hast. Warte, bis die Supplessen kommen, wo du den Köpfe platzen lässt nach hinten. Ey, Gregor, ich habe echt wirklich Probleme gehabt, in dieses Spiel reinzukommen. Und nicht wegen dem Horror, sondern das hat, also gameplay-mäßig hat sich das nicht gut gehalten. Ich sagte als jemand, der, ich glaube, 5-6 Mal Resident Evil 4 über die Jahre dann nochmal durchgespielt hat. Das Ding ist, es ist ein Game von 2004, 2005. Ne? Mhm. Und es hat viele der modernen Steuerungs- und Kamerasensibilitäten quasi vorgegeben. Ne? Also du siehst, auch wenn die Steuerung sich heute ein bisschen weird anfühlt, wie es die Belegung ist, alleine, dass du überhaupt nicht laufen kannst, deswegen das, was du mit den Gegnern ausgeführt hast, ist eben eine Sache, dass sie das bewusst gemacht haben. Ja, ja. Dadurch, dass du da stehst, da kommt nochmal diese extra Panik, um die Präzision zu haben. Ich finde persönlich den Laserpointer geil, muss ich sagen. Echt? Okay. Ja, ich habe ihn jetzt ein bisschen vermisst beim Remake, zumindest war in der Standardeinstellung jetzt diese Standardfadenkreuz, also nicht mehr der Laserpointer. Der hat mir aber hier noch so ein ganz anderes Gefühl gegeben, vom Wegen jetzt aus so, vielleicht wieder das kleine Gefühl von Dominanz, wenn du den über das Knie gepackt hast, weil du musst auch sehr viel mit Nahkampf machen, versuch die zum Stolpern bringen, nahe Roundhouse-Kick, du musst da echt mit Action arbeiten. Ja, ja. Bei dem Ding hier. Die ganzen Spiele, die danach gekommen sind, ob es jetzt Survival Horror, Dead Space oder andere Sachen sind oder allgemein Third-Person-Action-Games, die haben natürlich dann profitiert, dass sie gesagt haben, okay, was können wir verbessern, was können wir angenehmer machen für das Steuern, bewegen wir in Third-Person. Deshalb denke ich auch mal, ergibt das Remake mehr Sinn jetzt von Resident Evil 4, weil auch das Level-Design und das Gegner-Design ist ausgelegt dafür, dass du dich nicht bewegen kannst. Mhm. Und die Räume müssen entsprechend breit sein oder du musst die Gelegenheit haben, diesen Moment der Panik, ich kann mich bewegen, aber traue ich mich noch zu schießen oder so. Das kannst du heutzutage mit Bewegung natürlich ganz anders, eine andere Dynamik reinmachen. Deshalb ergibt es nicht einfach nur einen Sinn, hier neue Politur drüber und fertig, sondern wirklich auch ein Remake draus zu machen. Wenn du jetzt wieder aber zurückkehrst, haben wir auch bei dem Let's Play vor ein paar Jahren hier nochmal gemerkt, egal mit welcher Plattform du das spielst, es ist dann nochmal einfach kniffliger und schwieriger da reinzukommen. Ich würde sagen, wenn du dich dann nochmal ein bisschen durcharbeiten willst, kriegst du es dann einigermaßen drauf mit den Einschränkungen, dass du eben nicht viele moderne, coole Sachen hast, aber dafür hast du eben wirklich diesen Nahkampf und das andere Zeug, was gut funktioniert. Und wie weit hast du gespielt? Weil schöne, helle, große Gegend und alles. Ja, so lange hält das nicht. Die Befürchtung hatte ich tatsächlich schon. Ich habe nicht super lange gespielt. Ich glaube, 2 Stunden waren es insgesamt. Das Ding ist aber, dass es mir trotz der ganzen Unzugänglichkeiten, was das Gameplay angeht, echt Spaß gemacht hat. Ja. Das ist ein gutes Spiel, glaube ich. Ein sehr gutes Spiel. Es sind 4 sehr gute Spiele vom Umfang her. Es ist einfach unglaublich, immer noch was für ein Content die reingepackt haben. Ja, ich habe auch gestern im Chat nachgefragt, weil sie auch direkt gefragt haben, ey, spielst du es durch oder nicht? Und dann kam halt irgendwann die Meldung, die Nachricht, dass es 25 bis 30 Stunden lang sein soll? Ist ein bisschen übertrieben. Also ich habe das Gefühl war, glaube ich, dass es so in Richtung 20 Stunden ging, wenn man es das erste Mal spielt. Speedruns natürlich viel, viel schneller, wenn man weiß, wie es ausgeht. Aber das, was ich gesagt habe, dass es wie mehrere Spiele auf einmal anfühlt. Es gibt so ein paar Parts, die wirklich so ihr eigenständiges Gefühl haben. Du hast diese breite Welt dann vorne dran in dem Dorf, wo du bist. Dann hast du aber wieder so ein eher klassisches Schlosserlebnis mit vielen Story-Parts. Du hast auf einmal einen großen Action-Part, der auf einer Insel unterwegs ist. Dann wieder ganz eigene Gameplay-Elemente, die ich dir jetzt nicht vorwegnehmen will, falls du dich da nicht im Detail damit beschäftigt hast und das noch machst. Und 25 bis 30 finde ich schon sehr übertrieben für ein halbwegs lineares Open-Schlauch-Game, so wie es ist. Es gibt ein paar breitere Gegenden, aber es ist jetzt kein Open-World-Game. Und wenn du das nicht in unter 20 Stunden durchschaffst, dann solltest du doch mal hinterfragen deine Skills. Okay. Ich meine jetzt nicht die speziell, aber allgemein. Also 30 Stunden finde ich schon enorm dann dafür. Ja, keine Ahnung. Ich habe das auch nur aus dem Chat rausgelesen. Wahrscheinlich haben sie die Zeit angepasst an dem, was sie da gesehen haben. Ich habe mich auch nicht sonderlich gut angestellt, muss ich gestehen. Ja. Allein, weil, wie gesagt, ich musste mich da erst einmal so ein bisschen reinarbeiten. Habe es aber tatsächlich irgendwann so ein bisschen zumindest ansatzweise geschafft und hatte irgendwann das Gefühl, dass ich so halbwegs raus habe, wie das funktioniert. Ich habe auch wirklich fast eine halbe Stunde gebraucht, um zu raffen, wie man vernünftig nachlädt. Erinnerst du dich? Ja, okay, du musst zielen und dann eine der Tasten gedrückt halten? Du musst L2 und X drücken, um nachzuladen. Okay, L2 und X. Interessant. Und das war auch Sprinten ist
nach vorne laufen und X gedrückt halten, damit du halt schneller läufst. Okay, ich habe von manchen Leuten gelesen, die das Laufen nie entdeckt haben und immer langsam... Ey, das kann ich zu 100% nachvollziehen. Hätte ich den Chat nicht, ich hätte das 100%ig nicht so schnell gerafft. Ich habe hier mal kurz bei How Long to Beat geschaut, weil viele Leute da ja gerne ihre Zeiten eintragen. Mhm. Also kann man so ein bisschen den Durchschnitt sehen, haben auch sehr, sehr viele Leute dann abgegeben. Hier steht Main Story, durchschnittlich 15,5 Stunden, okay, wenn man nur die Story macht. Main Story plus Sides, also ein bisschen Sidequest, 19,5 Stunden. Das ist eine gute Zeit. Completionist steht hier 30,5 Stunden. Also es kann sein, wenn man vielleicht alle Schätze einsammeln möchte und anderen Krimskrams oder die Waffen ausbilden. Und All Stars 17,5 dazwischen. Also ich würde sagen, dieses 19,5 ist schon ein guter Indikator, wenn du jetzt nicht nur auf dem Critical Path bleibst. Mhm. Finde ich persönlich echt spannend, weil ich auch immer jetzt schon wieder checke, dass ich halt echt sehr interessiert bin, was so das Level-Design angeht von Resident Evil. Ich mochte das hier zum Beispiel auch, dass du zum Teil, du musst halt irgendwo hin und dann hast du deine Mission, die du erreichen musst, erreicht. Und dann hast du halt direkt einen Shortcut, der dich genau zu dem Punkt hinführt, wo du halt jetzt als nächstes hin musst. Dark Souls. Oh, und ich hab das so richtig, also in der Intensität habe ich das halt wirklich erst mit Dark Souls so richtig mitbekommen. Mhm. Stellt sich heraus, Resident Evil hat das eine ganze Zeit lang früher gemacht. Es ist einfach, man kann nicht unterschätzen, was für ein Brett das damals gewesen ist. Als ich die ersten Trailer gesehen habe, habe ich nicht geglaubt, dass es Spielegrafik ist. Ganz witzig. Im Ernst. Ja, wirklich, also weil es sah so gut aus. Nein, das ist bestimmt vorgerendeter Trailer. Ja. Und dann spielst du es auf dem fucking GameCube. Ja, die machen so Konzessionsentscheidungen. Es ist 16:9, aber in einem 4:3 Rahmen. Das heißt, der Balken muss weniger darstellen und du siehst, wenn du genau hinschaust, ab und zu mal, wie die Texturen aufgebaut sind, aber es war so cinematisch und so brillant aussehend. Das einzige andere Spiel, das das Gefühl bei mir ausgelöst hat, war Metal Gear Solid 2. No, und es, interesting. Also, die sich so drauf freuen und dann das Spiel bekommen und es ist noch geiler, als man dachte. Das ist super. Mhm. Ey, ich find's cool. Ich habe wirklich Bock, da weiterzuspielen, auch weil ich halt jetzt schon mehrmals gesehen und gehört und gesagt bekommen habe, das ist auch heute noch, zumindest spielerisch, ein sehr, sehr interessantes Spiel, das man sich vielleicht mal anschauen sollte. Aber eben, es sind 5 Monate bis zum Remake. Weiß natürlich, also außer meiner kurzen Erfahrung nicht, inwiefern das dem Original gerecht wird oder was sie daran verändern. Weiß nicht, ob du vielleicht nicht dann doch warten solltest oder du willst kulturhistorisch nochmal gucken. Das Problem ist, ich habe extrem Bock auf das Remake, aber ich möchte mir durch das Spielen dieser Version so ein bisschen die Angst vor dem Remake nehmen. Okay. Weil ich hab mir, du hast ja auch letzte Woche Material hier gezeigt und das sieht halt natürlich alles schon eine ganze Ecke besser und atmosphärischer und auch ein Stück weit düsterer. Und ey, sorry, aber ich bin halt wirklich nicht wirklich trainiert, was diese Spiele angeht. Und deswegen finde ich das ganz gut. Ich habe halt diesen Cheese, der so eine kleine Barriere ist zwischen dieser Atmosphäre, die sie aufbauen wollen, und das, was ich dann wirklich wahrnehme. Trotzdem kannst du dir sicher sein, dass ich mich mehr als zweimal oder so gestern erschreckt habe, was das angeht. Als Spiel, was sich dem Cheese so intentional hingibt, sagen wir es mal auf gut Neudeutsch hier, mit diesen ganzen Where's Everybody Going Bingo, die ab und zu mal Leon ablässt. Das ist fast schon so Superhelden-Action-Quips oder so ein Schwarzenegger, wenn er zwischendurch was sagt. Es landet nicht jeder Gag, ne? Aber es ist interessant, wie der Kontrast da ist. Und für mich hat das auch nochmal viel vom Charme da ausgemacht, dass sie sich bewusst sind, dass sie in einem cheesy Action-Film sind. Ja, 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 das merkt man aber auch. Das ist halt so typisch Resident Evil, zumindest das, was ich mitbekommen habe. Ich habe ja jetzt auch kürzlich mit Andreas zusammen Village durchgespielt. Mhm. Und da hast du halt auch also stellenweise so weirde Over-the-Top-Szenen, ja. Die man halt, auf die muss man halt Bock haben. Ich konnte mich da ganz gut drauf einlassen. Ich finde das eigentlich ganz, ganz unterhaltsam. Und das bricht's dann auch immer so ein bisschen auf, dieses wir zerstören deine Nacht. Wenn du null Angst haben willst, spiel Resident Evil 6. Das ist nur Over-the-Top. Ja, aber das ist, glaube ich, langweilig, oder? Ja. Also ich mag es zu einem gewissen Teil, aber es ist einfach, also das ist länger als Resident Evil 4, aber du wiederholst einfach etliche Level und etliche Bossfights aus anderen Perspektiven nochmal. Ja. Das wird einfach lame nach einiger Zeit. So eine Handvoll Kampagnen, die ganz nett sind. Das war aber so die Speerspitze vom richtig Over the Top. Du fängst es an und könntest genauso gut in Call of Duty spielen. Ja, ja, stimmt. Das war diese Call of Duty-Zeit. Die halbe Stadt explodiert und du von explodierenden Helikoptern verfolgt wirst und dann wächst das Monster nochmal zu 3 Wolkenkratzern hoch mit riesen Tentakeln und alles. Und du denkst dir, okay, ja, ich rette die Welt, aber was ist noch davon über, wenn ich damit fertig bin? Hm. Ja, da hatte ich, ich kam, glaube ich, sogar vor ein paar Jahren
ein Remaster raus? Also kann man sich mittlerweile auch... Ja, genau. PS4 Remaster, Switch-Version kam, glaube ich, auch nochmal irgendwie so mit Cloud zuletzt, irgend sowas. Ja. Gregor, Resident Evil war nicht das einzige Spiel, das ich in meinem Horrorstream gespielt habe. What did you do? Ist kein typisches Horrorspiel, habe ich schon mal mitgebracht. Möchte ich aber noch mal ganz kurz erwähnen. Ich habe hier noch mal hier einen Trailer aufgemacht. Das nennt sich Spookware. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, Gregor. Spookware, okay. Und zwar ist das ein WarioWare im Horror-Style. Oh. Du hast halt ganz viele kleine Minispiele, die halt verstrickt sind in einer kleinen Story. Du begleitest drei Skelette auf ihrer Reise, Abenteuer zu erleben, und du hast halt Situationen oder Kämpfe in dem Fall, die halt in Form von WarioWare Minigames stattfinden. Und diese Minigames, die sind halt komplett ausgelegt auf Horrorfilme, Horrorspiele, sehr viele Querverweise. Und so hast du halt also ich kann es nicht krass genug betonen, so ein unfassbar charmant geschriebenes Spiel. Das hat mir gestern wirklich so die Socken von den Füßen gehauen. Sagt man das so? Weiß ich nicht. Ja, sollte aber, man. Ich hör, mein Mund steht offen, das ist ja fantastisch. Ohne Scheiß, das ist so ein großartiges Spiel. Es macht so viel Spaß. Es ist unfassbar gut geschrieben. Du hast halt so viele geile Gags drin. Ich musste mehrmals laut auflachen. Kostet auch aktuell, also gestern, hat es 5 € auf Steam gekostet. Mhm. Ist Steam Deck verified. Und kann man sich halt super entspannt geben. Wenn man keinen Bock auf das ganze Story-Gedöns hat, kann man das auch wegklicken und man kann halt direkt auf die Minigames gehen. Will ich nochmal hier ganz kurz betonen, weil ich das Gefühl habe, dass es noch viel zu wenig gespielt wird. Immer in Halloween lese ich dann auf Twitter so ein paar Mal, okay, ey, Spookware ist ganz geil. Aber so richtig einen Durchbruch hat das Spiel, glaube ich, noch nicht so wirklich geschafft. Deswegen hier an dieser Stelle, guckt euch Spookware an. Großartiges Spiel. 5,48 €. Ja. Hier. Daumen hoch, 33% der Halloween-Discount wahrscheinlich noch. Ja. Pack wohl mal in den Einkaufskorb. Sehr gut, Gregor. Du hast auch in deinem Einkaufskorb das neue Resident Evil Village DLC dir reingepackt und auch tatsächlich gespielt. Shadow of Rose lese ich hier. Genau, nicht so ultra viel. Simon und ich haben es auf dem Sender hier gespielt. Hatten nur kurze Zeit, leider das hier zu zocken. Wir müssen mal gucken, ob wir das hier noch weitermachen können. Ich hatte eigentlich auch gedacht, ob ich nochmal noch einen Stream mache übers Wochenende, aber eben Stimme wollte so nicht so richtig. Aber das, was ich davon gespielt habe, die ersten so 2 Stunden, machen schon Bock auf mehr, muss ich sagen. Du musst mal erklären, was hier so was abgeht. Also ich glaube, das ist nicht so viel vorweggenommen, wenn man sagt, man spielt nicht Ethan, den Hauptcharakter, sondern eine Hauptfigur, eine neue Hauptfigur namens Rose. Ist eine junge Lady. Exakt, genau. Spielt in der Zukunft. Wir hatten so ein bisschen drüber gesprochen, als ich noch eine Preview vor ein paar Wochen, einen Monat plus oder so, dann bei Capcom ja kurz angucken konnte. Das war auch so am Anfang so kurz eine halbe Stunde, nicht exakt der Anfang, aber so da nah dran. Kurz zusammenzufassen, ja, nach den Geschehnissen bei Resident Evil 8, das ist Rose, das Baby mit dem Stein des Anstoßes bei Resident Evil 8 gewesen. Das ist jetzt 16 Jahre später und das Baby ist erwachsen. Rose, kein leichtes Leben hat, denn die Eltern ist sie mit Kräften ausgestattet. Ja, diese Pmizmo, schieß mich tot, Pilzsporen, Dinger, um die es dann da ging. Auf jeden Fall hat sie dann besondere Kräfte, die ihr zu Last fallen, weil sie natürlich dadurch nicht normal sein kann. Und ihr wird angeboten zu Anfang des Spiels, hey, wir haben da so ein wissenschaftliches Verfahren, da kommt so ein Typ zu ihr und ich glaube, es gibt die Möglichkeit, wenn du daran teilnimmst, dann kannst du in deine Gedankenwelt gehen und irgendwie deine Kräfte damit abschalten. Ja, natürlich, ich mache alles, um wieder normal zu werden. Mhm. Und ja, dann landet man auf einmal in einer Traumwelt und das war zum Beispiel mir nicht bewusst bei dem Spielen der Demo oder so. Ich dachte, das wäre wieder, okay, 16 Jahre plus danach, warum steht wieder das Schloss von Dimitrescu, so wie es vorher gewesen ist. Und Rose selber war ja auch als Baby nicht wirklich da in diesen Örtlichkeiten, also es ist ja wohl keine Erinnerung von ihr selbst, wo sie da unterwegs ist. Sie connectet mit so einer
einer Sporenprobe, die wohl aus der Zeit da stammt, und ist dann in verschiedenen Locations, hauptsächlich dem Schloss von Dimitrescu, dann unterwegs. Ja, da gibt es eine Geisterstimme, die sie geleitet. Ich habe es jetzt noch nicht da weitergespielt. Das kann niemand anders als Ethan sein, würde ich persönlich sagen. Mhm. Auch wenn er sich selbst Michael nennt. Classic Distraction oder so. Meines Erachtens aber, und der so ein bisschen anleitet und hilft und sagt, hey, versteck dich hier, ich lass dir mal ein bisschen Munition erscheinen und alles, um so dann Item zu machen. Sie ist natürlich keine ausgebildete Kämpferin, muss aber im Schloss von Dimitrescu dann diversen Monstern entfliehen. Der große Böse ist anscheinend der Händler, dort, der jetzt eine Maske dann trägt und dann irgendwelche wirklich gruseligen Wesen auf sie loslässt, die ihr Gesicht essen wollen. Und da sind lauter Klone von Rose drin, in so diesem bisschen Silent Hills Style aussehen, in so Gewändern, die dann auch bergeweise leichenmäßig mit abgekauten Gesichtern überall rumliegen. Okay. Und ja, du bist dann im Schloss unterwegs, die Rätsel sind neu aufgebaut, die Locations sind gleich, aber du hast so ein paar andere Elemente, du hast deine Geisterkräfte, die du jetzt nochmal zusätzlich benutzen kannst, so ein bisschen Resident Evil ballern, gemischt mit Harry Potter oder sowas, um noch dann so Slow Motion und andere Geschichten zu machen parallel. Alles Third Person, spielt sie sehr gut, finde ich. Interessant, dass sie was Neues aus der Location gemacht haben, sehr gut auf Deutsch lokalisiert. Muss ich auch sagen, echt gut getroffen, die Stimme von Rose. Und ich bin eben noch nicht durch, das, was wir mit Simon jetzt hier gespielt haben. Mal gucken, wie lange es ist, aber ich glaube, es lohnt sich schon, dass man diese 20 Euro für die Winter's Expansion, wo das jetzt mit drin ist, auf der PS5 dann ausgibt. Ich weiß nicht, ob das auch auf der PS4 geht, ob die Winter's Expansion auch dafür da ist. Kann ich gleich mal nachgucken. Check das mal gerne. Weil das war ja das Ding, wenn du Resident Evil 5, Resident Evil 8 gekauft hast, Resident Evil Village, gab es ja Multiplattform und viele verschiedene Sachen. Diese Winter's Expansion, die bringt nicht nur den DLC mit dazu, kannst du nur aus dem Hauptmenü auswählen, sondern ein paar neue Charaktere für den Mercenaries-Kampfmodus. Mhm. Und du kannst das Hausspiel jetzt auch in der Third Person durchspielen. Wobei, ich muss mal gucken, ich habe es kurz angemacht, es fühlte sich weird an, weil dieses Spiel ja auf Ego-Perspektive ausgelegt ist. Shadow of Rose haben sie ja bewusst dann so gebaut, dass es Third Person ist. Und Capcom, ja, also wir haben alle schon das fucking Charaktermodell von Ethan gesehen und wie sein Gesicht ausschaut, wie ihr denn denkt. Jetzt, wenn du den in Third Person steuerst und die Kamera um den drumherum drehen lässt, macht er verschämt das Gesicht weg, damit es bloß nicht in die Kamera gehalten wurde. Lass diese fucking Metascheiße da nochmal. Entweder oder. Macht ein Ego-Perspektiven-Spiel draus. Modelliert ihm keinen scheiß Kopf oder so. Da macht ein blankes Gesicht hin, wenn euch das euch unwichtig ist. Aber nicht so eine halbgare Scheiße, die in das Gameplay auch nochmal mit reingreift. Was hältst du denn generell so von der Third Person Perspektive jetzt bei Shadow of Rose? Also hast du das Gefühl, dass das ein Mehrwert ist oder hättest du das dir lieber in der First Person gewünscht? Also es hat sich vernünftig angefühlt, weil ich denke mal, die haben einfach das genommen, was sie aus den Resident Evil 2 und 3 Remakes gemacht haben. Und ich bin jetzt nicht so, wo ich sage, der eine oder andere Weg ist besser. Ich fand es sehr gut, dass sie in die Ego-Perspektive für 7 und 8 gegangen sind, weil es dem nochmal ein ganz anderes Gefühl gegeben hat und mit dem Level-Design auch nochmal anders gearbeitet werden kann. Ich muss jetzt nicht das in Third Person Resident Evil 8 haben. Und ich hätte Resident Evil 9, wenn es kommt, gerne auch noch mal in der Ego-Perspektive, um einfach mal so die Speerspitze der Evolution, was das Gameplay und das Design da angeht. Du kannst ja komplett andere Sachen dann machen. Ich würde mir mehr wünschen, dass es bei 9 dann wieder in die Richtung 7 zurückgeht. Psychologischer Horror oder mehr Stimmung, weil 8 ist ja purer Action-Horror, bis auf die eine Ausnahme, von der wir alle Bescheid wissen, in dem einen Haus da drin. Und jetzt hier, es hat sich vernünftig angefühlt. Ich hätte es jetzt nicht unbedingt in die Ego-Perspektive gebraucht. Und immerhin, die Gänge von Dimitrescu Schloss sind groß genug, dass es sich nicht falsch mit der Third Person anfühlt. Weil das war so meine Befürchtung. Die Gänge sind darauf ausgebaut, dass die Kamera direkt dann vor dir ist. Und da kannst du die vielleicht ein bisschen enger machen. Und wenn die Third Person rausziehen muss, knallt die an Wände ran, dreht sie sich irgendwie komisch mit. Es ging aber zum Glück. Okay. Ja, es hat sich halbwegs natürlich angefühlt. Warum es jetzt nur in Third Person sein muss, vielleicht waren die stolz auf das Rose-Modell oder so, keine Ahnung. Es kann sein, dass sie das vielleicht angepasst haben insgesamt, dass sie die Gänge vielleicht auch ein Stück weit enger gemacht haben oder ähnliches und dass das dann nicht mehr on the fly funktioniert hat, dass du halt einfach zwischen First Person und Third Person wechselst. Also ich bin mit schlechter Kamera geplagt, ich spiele ja die Yakuza Games teilweise und ich habe Dead Souls vor einiger Zeit noch mal ein bisschen länger gespielt, meinen PS3-Save von vor 10 Jahren angemacht und dann merkst du, wenn du da in engen Gang bist, also was war das, der Game One-Anspieler, der Trump damals gemacht hat, ich glaube, da hat er Lucky 2 gemacht. Ja, ja, an den erinnere ich selbst ich mich. Hin und her geprügelt wird und so ein bisschen das Gefühl bei engen Gängen im Schloss hatte ich das jetzt da zumindest noch nicht. Rose selber ist kein guter Schütze mit der Pistole. Du merkst, wenn die Gegner so wirklich so auch bewusst, du versuchst auf den Kopf zu ziehen und dann machen sie noch so ein Schlenker. Und du sagst, bleib mal stehen, du Arschgeige. Mhm. Und rennen auf dich zu und oh shit, wie komme ich dann nochmal vorbei? Das finde ich ganz cool, muss ich zugeben. Ja, also das Movement ist schon, du musst dich wieder dran gewöhnen, ne, dass du denen entkommen kannst. Aber es passt. Also mal gucken, was sie mit Rose jetzt machen oder wie das Spiel konkret ausgeht, der DLC jetzt und was sie mit Resident Evil 9 geplant haben. Mhm.
Ich habe hier mal geguckt, wir können gerne mal kurz drauf, liebe Regie, die Winters-Erweiterung ist hier für PlayStation 4 und PlayStation 5 angegeben. Das ist doch ganz gut. Resident Evil Village gibt's aber auch für Xbox, oder? Das sollte es auf jeden Fall sein. Es kann sein, vielleicht ist es so wieder so ein Exklusivding, ja, wo sich Sony auf der einen Seite beschweren, wo ist mein Call of Duty, Microsoft, und dann kaufen sich die Exclusive eins, als ob sie hier die PSN-Fuffis durch den Club werfen. Können wir kurz gucken. Kaufe Winters Erweiterung für die Xbox. Geht das auch? Yes. Okay. Gibt es auch für die Xbox. Das ist doch nice. 20 Euro eben drauf. Oder du kannst diese Gold Edition dir holen, die neu ist. Für 50 Euro. Wo dann das Hauptspiel mit Add-ons plus Windows Expansion damit dabei ist. Wer noch nicht zugeschlagen hat, also mittlerweile wird Resident Evil Village natürlich auch ab und zu mal verramscht. Ist ja klar, nach so einem Jahr, dass man es bestimmt auch mal, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht auf die Preise geguckt, aber so ein 20 kann man bestimmt dafür dann ausgeben. 50 wären aber auch noch okay für das Spiel inklusive der Expansion. Würde ich persönlich dann zahlen, wenn ich es noch nicht hätte. Mhm. Ich sehe es hier auch gerade im Xbox Store und das Erweiterung für 20 Tacken gibt's das. Und der Vollständigkeit halber, Spookware gibt es aktuell nur für den PC und Resident Evil 4, die Remastered-Version für PlayStation, Xbox und für die Nintendo Switch. Und für den PC natürlich. Mhm. So, das soll es zu Resident Evil gewesen sein. Finde ich tatsächlich ganz spannend, weil ich mich jetzt so ein bisschen damit beschäftigen möchte und auch gleichzeitig so überlege, okay, wohin geht die Reise? Wir haben ja jetzt als nächstes Resident Evil 4 Remake. Da ganz kurz noch, weil ich neugierig bin, ich will das nicht zu sehr breit treten, das Thema, aber ich finde es leider interessant. Du hattest kurz erwähnt, dass sie die Level angepasst haben. Ja. Inwiefern haben sie sie angepasst? Also, ich habe es beim letzten Mal ausprobiert, mir fällt gerade, das habe ich gar nicht auf die Liste geschrieben, aber ich kann endlich über Callisto-Protokoll sprechen, falls wir da noch Zeit haben. Dann machen wir heute eine richtige Horrorsendung, was geht ab? Ja, ey, was geht ab? Ne, das Embargo ist nämlich leider nach der letzten Sendung abgelaufen. Ja, das war dieses merkwürdige Déjà-vu-Gefühl, von dem ich gesprochen habe. Jetzt sind das solche Sachen, du kennst die Locations, eben du kommst da an, du siehst das erste Haus, wo du reingehst, du springst aus dem Fenster raus und so, aber die haben die Topografie verändert. Wenn du im Haus drin bist, gibt es auf einmal andere Türen, wo du rein kannst, neue Räume. Das Fenster geht nicht nach vorne raus, sondern nach hinten irgendwie. Oder zumindest zu einer anderen Seite, wie es vorher gewesen ist. Und du bewegst dich auf einem anderen Weg zum Dorf entlang. Und ein paar Details haben sie auch geändert. Da gab es zum Beispiel auch eine Szene, wo du so diese Bärenfalle siehst und da ein toter Hund drin liegt. Ja. Und viele Leute sagen, oh scheiße, gibt es den Hund vielleicht gar nicht mehr oder ist es ein anderer Hund? Weil das war ja auch so eine Sache, die man dann retten konnte bei Resident Evil 4 am Anfang. Finde ich auch sehr schade, wenn sie da jetzt komplett drauf verzichten würden. Aber ja, als ob dann jemand sich dann einen alten Film angeguckt hat und jetzt einen Film-Remake macht und dann sagt, aber mit den neuen Kameras können wir die Perspektive besser einfangen. Mhm. Und ich denke, dadurch haben sie, also meines Erachtens ist es so die Absicht, sie wollen einerseits das Gefühl erhalten, dass es so ist wie das Original, modernisiert, aber eben auch um die neuen Steuerungsmöglichkeiten hier drin zu haben, dass du einfach auch wirklich dich bewegen kannst währenddessen. Beim Dorf ja auch genauso. Ich weiß jetzt nicht, ob jede Position von dem Haus exakt wie vorher ist. Grob fühlt sich das vertraut an, aber dass es jetzt so Bereiche gibt, wo der Kettensägenmann kommen kann und dann irgendwelche Balken durchsägt und die den Weg versperrt, weil da ein Haus zusammenbricht. Ja. Das war vorher nicht drin. Dieser dumme Kettensägenmann, kann man den umbringen? Ja. Also auch direkt am Anfang? Ja, ja. Der gibt auch schön Asche, wenn du den umbringst. Ey, ich hab, glaube ich, so 4 oder 5 Mal mit der Rifle in seinen Kopf geschossen. Noch ein bisschen mehr. Nimm noch ein bisschen. Also du musst ihn nicht killen. Ich bin einfach abgehauen dann. Kannst du auch machen, ja. Weil ich wirklich gedacht habe, den kann man nicht umbringen. Nein, also all die Kettensägenmänner und Frauen, die da ankommen in dem Spiel, dürfen wir, genau, alle die Liebe dürfen wir gleichmäßig verteilen mit der Shotgun. Die kannst du alle umnieten. Na gut, okay. Ey, super spannend. Resident Evil wird uns wahrscheinlich auch die nächsten Monate weiter begleiten. Hast du Bock drauf auf den vierten Teil? Absolut. Also dafür. Hast du auch ein bisschen Sorge so als Fan? Kleines bisschen in der Richtung. Müssen mal gucken, wie sehr eingedampft es ist oder nicht. Ne? Wir ja gesehen haben, was die Durchschnittsspielzeit von dem ist, mit den modernen Sensibilitäten. Die haben ja nicht umsonst Resident Evil 3 zum Beispiel so eingedampft, weil einfach diese Locations und alles so aufwendig zu bauen, okay, lass mal gucken, wie wir das raffen können. Und für die 5 Stunden, die man Resident Evil 3 Remake spielen kann, ist es cool, finde ich. Aber hat zu Recht natürlich die Schelte bekommen, Vollpreis-Game, und dann hast du es in einem Abend durch, ne, wenn du dich mal richtig da dran setzt. Ja, ja. Und hier hast du eben ein Spiel, was dafür bekannt ist, sehr viel Abwechslung in den Locations zu haben, einen großen Umfang, auch mal atmen zu lassen, gewisse Sequenzen. Und mit dem Blockbuster-Budget und dem 4K-HD
Ultra HD, was du jetzt hier machen kannst, können sie es überhaupt leisten, das in der Form zu machen? Oder ist es sinnig, vielleicht auch zu raffen, weil Pacing nochmal anders funktioniert heutzutage mit der Ungeduld, die man hat? Na, können sie sich das irgendwo mal breiter machen? Das sind so meine Hauptsorgen. Von Resident Evil 2 Remake ausgehend und 3 auch zu einem Teil. Ich glaube, das Team, was Resi 2 Remake gemacht hat, macht auch Resi 4 Remake jetzt. Wenn man das so runternimmt, weil ich finde das immer ein bisschen so einen komischen Gedankengang nach dieser ganzen Dark Souls 2 B-Team-Geschichte. Immer so ein bisschen auf die Nudel immer, weil das sind auch Leute, die dann mal was anderes da probieren. Dark Souls 2 übrigens ein ziemlich gutes Spiel. Ja, reden wir doch. Ist ein gutes Spiel. Ist ein gutes Spiel. Hast du ein anderes außer Dark Souls 2 mal gespielt? Alle, glaube ich, gespielt. Ja. Was sagst du zu den Hitboxen bei Dark Souls? Ja, natürlich, es ist nicht perfekt. Das aber ich hatte das Glück, weil es war mein erstes, ne? Was ich richtig gespielt habe. Okay. Ne? Und da konnte ich immer abstrahieren. Ich fand wirklich auch wenn man halt viel Schelte dem Spiel gibt bezüglich des Level-Designs und so, ich fand das wirklich damals richtig gut. Ja, Level-Design finde ich in Ordnung. Es kann manchmal auch ein bisschen weird und komisch sein. Also fährst einen Aufzug in den Himmel hoch und kommst dann in einer Lava-Höhle an. Ja. Ist okay, ab und zu mal. Das Einzige, was mich heutzutage eben dann eher stört bei Dark Souls 2, ist die zwei Sachen. Einmal, dass sie das mit den Invincibility-Frames, mit diesem Zusatzskill noch mal so ein bisschen verkackt haben, dass du von Anfang an einfach kein Gefühl für die Steuerung bekommst. Adaptability, glaube ich. Aber das haben sie ja auch deswegen Wahrscheinlich bei Scholar of First Sin oder wie das heißt, nochmal angepasst. Und eben, dass teilweise die Hitboxen, dass du von dem Messer durchgestochen werden kannst und 5 Meter weiter schon rausgerollt hast und du noch erwischt werden kannst. Das sind so Sachen, die bei einem Spiel, was auf Präzision setzt, was ich glaube, die späteren Dark Souls oder die ich danach gespielt habe, gemerkt habe, nochmal anders ist. Aber ja, bei Resident Evil 4 Remix sind das so meine Sorgen, aber ich weiß, dass sie es cool machen und ich möchte ganz ehrlich, wenn sie das jetzt so ein bisschen fertig haben, Code Veronica könnte absolut ein Remake vertragen, weil der ist leider echt schlecht gealtert, was gerade für so Gameplay-Sachen angeht. Und ich will fucking Resident Evil 1 in dem Look nochmal haben. Ich weiß, das Remake von Anfang der 2000er ist super, steht für sich mit der Render-Optik, aber ich hätte gern so ein kohärentes Zusammenerlebnis, das alles so aus einem Guss wirkt. Kann man das heute noch spielen, den ersten Teil? Du meinst PlayStation oder GameCube? GameCube. Ja, absolut. Also du hast ja auch das HD-Remaster für PC bekommen und für andere Konsolen vor einiger Zeit. Das, was so ein bisschen schwieriger beim alten, bei der GameCube-Fassung ist immer so dieses kleine Delay bei jedem Szenenwechsel, ne? Weil die Renderbilder nochmal irgendwie laden müssen, was irgendwie so jedes Mal, wenn es da immer so einen kleinen Stopper gehabt, da gewöhnt man sich dran. Ich meine, dass sie das mit dem HD-Ding jetzt rausgenommen haben, dass es sich flüssiger dann anfühlt und es ist Classic Resident Evil, es ist vielleicht das beste Classic Resident Evil. Weil für die paar Jahre, die dazwischen liegen, ist der Sprung so enorm, so unglaublich. Ne? Mit vorgerenderten Videohintergründen ist es einfach unglaublich, was sie damit gemacht haben und alles in die Charaktere da reintun. Es ist aber auch eines der gruseligsten, würde ich sogar sagen. Ne? Also wenn du da mal von einem Crimson Zombie da verfolgt wirst, weil es die neue Sache, Zombies können wieder auferstehen, wenn du sie gekillt hast, es sei denn, du zündest die dann an und du hast eine limitierte Ressource, weil dann wachen sie nach einiger Zeit irgendwie eine halbe Stunde später als Crimson Zombies wieder auf und schreien mit blutigem Gesicht auf dich zu durch die Gänge. Nein. Und das holy shit. Nee, das, nein. Spiel's im Stream. Guck ich mir schön auf YouTube an die Nummer. Okay, liebe Leute, ich habe hier noch ein bisschen was auf der Liste. Die Horrorshow geht auf jeden Fall weiter heute. Jetzt gibt es erstmal einen kurzen Teaser zum Beans Jam. Ja, Beans Jam, den gibt es wieder. Am 11. November geht es los. Und was es damit auf sich hat, das sehen wir jetzt. Danach gibt es einen kurzen Spot und dann sind wir hier wieder zurück im GameSpot. Bis gleich. Hi, ich bin Dima aus der Grafik. Ihr kennt mich vielleicht aus Sendungen wie Creative Clash oder dem Beans Jam. Apropos Beans Jam. Am 11.11. macht Rocket Beans wieder einen großen Game Jam. Ein Game Jam ist ein Event, bei dem ihr mit einem vorgegebenen Thema unter einem vorgegebenen Zeitlimit euer eigenes Spiel entwickelt. Das Schöne an Game Jams ist, dass sie ein wundervolles Risk-Reward-Verhältnis haben. Im schlimmsten Fall habt ihr in 2 Tagen vielleicht kein Spiel fertig bekommen, aber ihr habt definitiv was dabei gelernt. Im besten Fall aber habt ihr in 2 Tagen euer eigenes Spiel entwickelt und das ist schon geil. Ihr habt 2 Möglichkeiten mitzumachen. Entweder ganz einfach online von zu Hause aus, geht dafür einfach auf die Seite beansjam.de, legt euch einen Itch-Account an und klickt auf den Button Join Jam. Oder ihr kommt zu uns ins Arcadia Hamburg, wo ihr Teil eines lokalen Teams sein könnt, das hier vor Ort Spiele entwickelt. Im Arcadia erwarten euch 2 Übernachtungen mit kompletter Verpflegung und einem Arbeitsplatz an einem richtig fetten E-Sport-Rechner. Um im Arcadia dabei sein zu können, schreibt einfach eine Mail an beansjam@rocketbeans.de und beantwortet mir folgende Fragen. Wie heißt du, wie alt bist du und mit wie vielen Leuten würdest du anreisen wollen? Wie ist bei euch intern die ungefähre Aufgabenverteilung? Wer programmiert, wer macht Sound, wer macht Grafik? Willst du an einem Arcadia-Rechner arbeiten oder nimmst du deinen eigenen Laptop mit, wo alles schon voreingerichtet ist?
Willst du oder dein Team während des Wochenendes streamen? Es ist keine Pflicht, aber wir ermutigen euch dazu, damit unsere Zuschauer sehen können, wie euer Projekt sich von einer Idee zu einem fertigen Spiel entwickelt. Die besten Spiele erhalten Preise, unter anderem in Form von Softwarelizenzen, und werden bei uns in einer Live-Sendung am 24.11. vorgestellt. Alle weiteren Infos findet ihr auf beansjam.de. Wir würden uns freuen, wenn ihr zahlreich teilnehmt. Wir sehen uns. Bis dann. Moin, hi, wir sind die Rocket Beans. Wir machen so Medienquatsch im Internet. Ich zeig's euch mal. Wir auch schon wieder hier im Game Talk mit Gregor und meiner Wenigkeit. Wir machen das heute ein bisschen Freestyle-mäßig, Horror-Style. Ist ja auch kurz nach Oktober, Halloween gerade durch. Ich glaube, da ist man noch so ein bisschen in der Horror-Stimmung. Auch wenn ich sagen muss, also seit dem Aufkommen des Internets, dass immer dann dieses gewollte, okay, jetzt ist 1. Oktober, ist 31, jetzt machen wir Horror unbedingt, ein bisschen gezwungen wirkt. Ja, aber ich habe mehr so das Gefühl, dass ich das... Ich mach ja auch mit. Ne? Dass also, das Leute das so zum Anlass nehmen, um einfach halt so ein bisschen diesem Genre zu frönen. Absolut. Ich meine ich jetzt auch, das können wir ja auch gerne machen, und ich mache ja auch dann gerne so Content in der Richtung. Nur, dass jetzt so, jetzt beginnt die Season und alle stürzen auf uns ein und okay, ich habe schon 17 Castlevania-Retrospektiven gesehen. Du kannst diese, du kannst nicht noch mehr Spiele da rausholen. Also ich habe doch schon über Silent Hill 2-3 Millionen Mal gequatscht. Das ist kein Problem, lieber Gregor, denn es gibt noch viel anderen Kram, den wir besprechen können. Du hast hier Callisto Protocol so in den Raum geworfen, yep. Aber ja, so schnell lasse ich dich da nicht hin. Du hast mir erzählt, dass du noch eine andere Horrorerfahrung gemacht hast. Okay, was Horrorerfahrung vielleicht im doppeldeutigen Sinne. Das musst du mir gleich sagen. Scorn hast du hier wieder mitgebracht. Hast du das letzte Mal auch schon kurz besprochen? Da hast du, ich erinnere mich, dass du jetzt nicht so entspannt warst, was dieses Spiel angeht, dass es dir doch ein bisschen näher gegangen ist oder näher an die Nerven gegangen ist, als es vielleicht sollte. Also hat sich das geändert? Ist so eine ganz merkwürdige Sache, ne? Im Hinterkopf muss ich immer denken, ich spiele das jetzt schon seit Wochen immer wieder mal, und Simon hat das wohl am Rutsch im Stream durchgespielt oder so, haben die Leute gesagt. Okay. Ich würde dann auch sagen, okay. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich es in meine Top-Liste des Jahres packe oder meine Flop-Liste sozusagen, weil ich habe Bock auf das Spiel, auch durch seine Undurchsichtigkeit. Es ist ja mehr so ein Myst- oder Riven-Style Ego-Puzzle-Adventure mit sehr wenig Infos, die du bekommst. Du musst alles irgendwie so abstrahieren mit komischen Fleischapparaturen und Rätseln, die du da löst, und gleich aussehenden Gängen und so weiter. Aber nachdem ein paar Stunden später eben diese Survival-Komponente, wo man jetzt sieht, wo Gegner auftauchen, mit reingekommen sind, diese Gegner können dir instant die Energie dann weghauen. Du hast sehr limitiert ein Arsenal an Waffen und Healing-Items und so Sachen. Da muss ich auch mal gucken. Ach, ich kann mich jetzt tatsächlich heilen, nachdem ich das bekommen habe in mein rundes Fleischding, dann mir das aufgespritzt wurde mit rotem Saft. Okay, das ist also Energie-Upgrade, muss ich alles erstmal rausfinden. Das Survival-Element. Na, mein Gefühl ist, dass sie das da reingetan haben. Einerseits, irgendwas hat das Spiel ja. Ich komme immer wieder da zurück. Ich spiele es eben nachts an meinem Beamer, jetzt aktuell momentan. Okay. Schön, richtig schön groß. Ja, das bietet sich, glaube ich, an. Das bietet sich echt wirklich an, weil es auf der Series X auch ganz gut ausschaut. War ja im Game Pass drin, sonst hätte es 40 Euro gekostet, wenn man es gespielt hätte. Und die Sache eben, diese Dringlichkeit, die nach ein paar Stunden dazu kommt, wenn dieses Survival-Element hinzukommt, dass der Gegner von überall auftauchen kann. Du kannst aber auch einmal um eine Ecke gehen und dann spawnen bewusst 20, ne, nicht 20, aber eine Handvoll Gegner um dich drum herum. Du musst genau wissen, weil sonst hast du sofort Energieverlust. Die Rücksichtspunkte sind eben sehr scheiße gewählt, ne, zu bestimmten Devices, wenn du sie benutzt. Und die können dich dann teilweise mit einem Fitzelchen Energie und 3-4 Gegnern, die dann random spawnen, bei dir gefühlt rauskommen. Was ich dann gelernt habe so ein bisschen, weil ich wollte mich doch so ein bisschen durchbeißen, ist es, dass die ab und zu auch mal dann wieder verschwinden, wenn die ihre Patrouille abgegangen sind und du hier und da mal vielleicht durchschlüpfen kannst. Aber das musst du Trial and Error mäßig rausfinden. Und auch, du kriegst mehr Waffen dazu. Manche Gegner können nur mit der Fleisch-Shotgun dann angegriffen werden, weil ansonsten bist du auch instant tot. Und
ich versuche mich da immer so durchzuarbeiten und dann kommt wieder, scheiße, jetzt bin ich abgekratzt, okay, wie weit hat er mich zurückgeschmissen? 15 Minuten, geil. Oh, ne? Nee, Mann. So eine Geschichte. Und ich will einfach doch nur mich ans Rätsel da setzen und dann gucken, ob ich das interpretieren kann, was es ist. Es ist auch viel dieses, wir hatten so Schieberätsel erwähnt so am Anfang und dann hast du so Sachen, okay, für irgendwie eine Kugel durch Labyrinthe und irgendwelche Ventile, die gedreht werden muss, die andere dann wieder so mitdrehen, so Professor Layton in Fleisch. So fühlt sich das so an. Davon hätte ich gerne einfach eher lieber die Konzentration gehabt, als jetzt wirklich das Gefühl immer haben zu müssen, auch noch, komme ich zum nächsten Rätsel, okay, ich kann die Gegend nicht richtig interpretieren, ich müsste ja noch ein paar Mal durchlaufen, aber ich laufe Gefahr, dann von Gegnern erwischt zu werden. Und ja, dadurch, dass es auch an Gelegenheiten saved, wo du auch teilweise gefühlt in der Sackgasse sein kannst. Ich hatte jetzt zum Glück noch keine, wo ich nie zu 100% rausgekommen bin. Das sind zum Beispiel die großen Killer, die jetzt hier rumgelaufen sind, die du nur mit der Shotgun weghauen kannst. Sonst bist du wirklich am Arsch, die dich dann auch verfolgen. Ach, das Scheiße, zwei Hits und du bist tot. Ne? Aber egal, wie viel Energie du so, ungefähr so hast gefühlt. Sieht aus wie ein Penis? Es sieht alles aus wie ein Penis. Es ist Giga-Style, was erwartest du? Der andere Gedanke, der ein bisschen bei mir so durchgegangen ist, vielleicht ist es auch der Grund, warum ich dann wieder so zurückkehre. Ich meine, wir haben Dark Souls kurz erwähnt und da ist es ja auch, ich bin auch pro Accessibility bei allen. Gerne sowas wie Dark Souls Leuten mal nochmal nahbarer machen. Man muss letzten Endes aber leider wirklich wohl auch sagen, dass Dark Souls so erfolgreich geworden ist, dass es die auf diese Exklusivität hingeht, dass es Leute zwingt, durch den Schwierigkeitsgrad sich damit auseinanderzusetzen und ohne dass im äußersten Fall die negativen Ausflüge sind dann die Git-Gut-Sachen, wo Leute dann ihren Superiority-Komplex dann bekommen. Weil die andere Sache ist, dieses Motiviertes immer wieder zu probieren. Ne? Das ist das, was Dark Souls einfach nochmal zur anderen Stufe gehievt hat, dass es zum Phänomen geworden ist und nicht einfach ein Standard-RPG wie alle anderen. Und hier eben, wenn es nicht diese Nervfaktoren dann hätte, ne, und ich dann trotzdem nochmal, scheiße, jetzt habe ich tatsächlich Angst, um jede Ecke zu gehen, weil ich instant gekillt werden kann, das zieht mich auch wieder ein kleines bisschen rein, aber nicht so sehr, als wie mich ein gutes Spiel dann reingezogen hätte. Ne? Und vielleicht sagen sie sich, wenn wir das nicht drin hätten, dann wärst du aber nach 4 Stunden durch und hättest dann 40 Euro bezahlt und dann wirst du genervt sein. Da macht mehr Level-Design rein, Leute, oder irgendwas, oder eine Handvoll Rätsel mehr, aber nicht diese Nervfaktoren nur, um die Spielzeit dann zu strecken. Aber ja, vielleicht gibt es einen vernünftigen Mittelgrad, ne? Wo man immer noch die Dringlichkeit und das Survival trotzdem reintun kann, ohne das Gefühl danach, scheiße, jetzt wieder 15 bis 20 Minuten im Arsch. Es ist ein bisschen schade, weil sich das, je mehr ich davon höre und sehe, desto mehr habe ich das Gefühl, dass das halt, das habe ich letzte Woche, glaube ich, auch schon gesagt, so Style über Substanz ist. Aber das gesagt, das Spiel sieht halt wirklich atemberaubend gut aus, finde ich. Also selbst ich als jemand, der, wie ich anfangs schon erläutert habe, nicht wirklich diese Art von Spiel gerne konsumiere, selbst mich interessiert das ein bisschen. Und dadurch, dass das mittlerweile halt in Abo-Services drin ist, also zumindest im Game Pass. Muss ich gleich mal gucken, ob das auch im PS Plus ist. Ich meine nicht. Es kann gut sein, dass Microsoft da noch mal ein bisschen mehr gelatzt hat. Oder Ich guck gleich mal nach, aber selbst ich habe das Gefühl, dass ich da zumindest mal reingucken müsste, obwohl ich hasse es mittlerweile wirklich einfach sehr, wenn ich Spielfortschritt nochmal machen muss, vor allem wenn das halt so 10, 15 Minuten sind. Ich kann das einfach nicht mehr leiden. Also, das war so der extremste Fall. Wenn ich Glück hatte, waren es vielleicht ein paar Minuten oder so. Mhm. Aber alleine die Sache, es wird an gewissen Devices, wie man hier hat, dann wohl intern Auto gesaved. Und ich meine, du kannst auch zu bestimmten Sachen nochmal weiter zurückgehen, wo du dann ein Kapitel nochmal voranfangen kannst. Aber es speichert auch komplett deine Energie, deinen Waffenvorrat und der kann auch durchaus depleted sein. Da kommen trotzdem die Gegner raus. Dass du die Möglichkeit hast, vielleicht mit ein bisschen Glück mit dieser pneumatischen Stoß-Alien-Gesichtswaffe, so rausgeht, dann vielleicht ein, zwei Gegner zu killen. Da musst du aber auch viel Glück und viel Präzision haben. Und das lädt sich auch dann langsam auf. Haben sie bewusst gemacht, meines Erachtens hier, ne? Zum Beispiel so, wenn ich jetzt hier nicht die Schüsse gehabt hätte, der verträgt gleich 3 Schüsse. Mit dem Ding hier. Die sind auch super limitiert. Du hast eine Handvoll Stationen, wo du es aufladen kannst. Und jetzt habe ich 3 Schüsse, die ich anders so weniger anwenden kann. Und jetzt in der Theorie könnte das so gescriptet sein. Da kommt schon der nächste. Während du jetzt hier auflädst, du kannst trotzdem getroffen werden. Zum Glück hat er jetzt noch nicht. Hier, die sprühen sofort, wenn sie dich sehen, diese Sachen. Machen dir da auch 2 Energiepunkte weg von den 8 oder 10, die du so hast. Und das kann alles sehr schnell um fix gehen. Ne? Und Trial and Error mäßig muss das rausfinden. Also probier's aus, guck mal, ob du da reingesogen wirst. Ich fand,
es ist atmosphärisch, aber nicht spooky jetzt von da aus. Mhm. Ne? Wie gesagt, da bin ich ja auch ein bisschen abgehärteter, was viele Sachen angeht. Aber es ist einfach sehr, es kann dich sehr schön einnehmen, weil es so gut ausschaut und du einfach mit der Atmosphäre und den Soundeffekten und teilweise der Größe der Elemente, hätte sich vielleicht auch sehr gut für VR angeboten, ja, vorstellen. Ja. Einfach, wenn du da wirklich so mittendrin sein sollst. Das Fighting-Element hätte ich persönlich nicht gebraucht. Ne? Gib mir da vielleicht 3-4 Stunden mehr an Rätselsachen und lass das Fighting-Ding weg. Wäre meine persönliche Präferenz. Man sieht aber, dass die Wertungen so weit auseinandergegangen sind. Manche Leute stehen ja auch absolut drauf. Ich glaube, manche haben so 9 von 10 gegeben und es ging ja, bis zu 3 von 10. Das Spektrum ist ziemlich breit belegt bei dem Spiel. Ja, also mal gucken. Ich werde es wahrscheinlich noch weiter probieren. Und ich weiß immer noch nicht, ob es in den Top oder Flops da landet. Ne? In einem Moment denke ich, okay, jetzt bin ich über den Hummel hinweggekommen. Ich mag das ja doch ganz gerne. Ja. Und dann kommt das nächste wieder, nochmal die 10 Minuten machen. Und ich denke, oh, nee, jetzt mache ich aus, ich kann nicht mehr. Hast du das Gefühl, dass du es durchspielen wirst? Ich pack's immer wieder rein, ne? Also anscheinend schon. Wie lange hast du schon gespielt? Ich habe jetzt nicht in Stunden gemessen, weil ich immer wieder mal am Abend das anmache, weil jetzt Projekte steht auch in einem Raum, wo ich jetzt keine dunklen Gardinen habe. Es passt ja auch besser, wenn man es dann nachts dann spielt. Und da vielleicht mal lege ich mich ins Bett, mal eine Stunde oder so und guck mal. Ich habe bestimmt viel länger jetzt als diese 5 Stunden gespielt durch die Retries, die ich hatte, oder einfach mal die Gegend da angucken. So viel kann es ja nicht mehr sein. Hast du bei Elden Ring auch gedacht? Ja, aber Elden Ring ist so ein bisschen, das ist ja was Gelernteres oder so, ne? Und Elden Ring war ja so ein Zeitschmelzer. Ja, das stimmt. Bei dem habe ich, das war so eher analog zu Fallout 3 oder so bei mir, ne? Wo ich den Controller in die Hand nehme und dann ist einfach Nacht. Mhm. Fühl ich. Ich habe nachgeguckt, Scorn gibt es aktuell nur für die Xbox Series Plattform und für den Microsoft PC. Ja. Das soll es dazu gewesen sein. Vielen Dank, Gregor. Ich würde tatsächlich nochmal deine abschließende Meinung gerne hören, wenn du es denn wirklich irgendwann durchspielst. Ja, ja. Ich habe es jetzt hier reingetan, weil die Leute erwarten, dass ich jetzt groß über God of War rede, aber da habe ich ein bisschen noch weiter gespielt. Ich weiß jetzt auch nicht ganz, wie, was ich noch vor Embargo so viel dann sagen kann. So weit ist es ja nicht mehr. Tatsächlich nächste Woche schon. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das noch eine aktuelle Information ist, aber wenn das noch eine aktuelle Information ist, wird sich der Game Talk nächste Woche sogar ein bisschen verschieben, damit wir zum Ende des Embargos in volle Kante. Ist das nicht schon Donnerstag, Ende des Embargos? Ja. Okay, oh. Nee, also nicht diese Woche, nächste Woche Donnerstag. Oh, okay, weil ich dachte, es wäre so eine Woche vor Release. Ist ja 8. November, meine ich, der Release? Nee, der ist später. Ich muss nochmal checken, ich habe es auch nicht genau im Überblick. Ich habe da weniger spielen können, als ich wollte. Ich habe aber auch, ich will da keine konkreten Sachen nennen. Ich habe gehört, dass es recht umfangreich sein soll, das Spiel. Da muss man wohl seine Zeit auch dann dafür nehmen, das vernünftig zu zocken. Mhm. Das will ich ja nicht übers Knie brechen, um das vernünftig zu beurteilen. Wait a minute. Also ich hätte jetzt gedacht, Review-Embargo ist nicht mehr so weit hin. Release ist ja schon der 8. November. Du hast recht, Gregor. Das ist eine falsche Information. 9. November ist der Release. 9. ist der Release, okay, Entschuldigung. Ja. Also check das mal aus. Wir haben bestimmt irgendwas hier nochmal geplant und angedacht. Und im God of War wird es auch noch verwandte Formate geben, die sich drumherum beschäftigen. Okay, nee, dann nehme ich das zurück. Dann nächste Woche, wie gewohnt am Dienstag, der große God of War Talk. Das wird auch eine volle Runde hier wieder. Ich glaube, vielleicht ist sogar, sag ich nicht, sonst ist es falsch und dann sind alle enttäuscht. Auf jeden Fall, ich werde bis dahin noch mehr spielen. Auf jeden Fall, ja. So viel dazu. God of War gibt's nächste Woche. Zurück zu den eigentlichen Themen, die wir hier haben. Gregor, bevor du über Callisto-Protokoll sprichst, habe ich noch eine kleine Sache mitgebracht. Jo. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Ich habe hier ein kleines Video vorbereitet, das ich jetzt abspielen werde. Ist ein kleines Indie-Game, kann man eigentlich jetzt nicht mehr sagen, weil es von Raw Fury gepublished wird. Mhm. Nennt sich Domekeeper. Okay. Und ist von einem kleinen Studio hier aus Deutschland tatsächlich. Ist ein Entwicklerpärchen. Oh, ich meine, könnt die kurz getroffen haben auf der Gamescom. Das kann tatsächlich sein. Ich habe sie auch auf der Gamescom getroffen. Waren super, super nett und entspannt. Was ist das hier für ein Spiel? Gute Frage. Das ist ein Tower-Defense-Spiel / Aufbaustrategiespiel. Mhm. Also du hast zwei Phasen. Hier siehst du es. Du hast hier deinen Dome, den du beschützen musst. Du hast hier verschiedene Phasen. Du bist auf einem außerirdischen Planeten und dein Dome wird angegriffen. Während er nicht angegriffen wird, gräbst du dich quasi unter den Dome ein, um Ressourcen zu sammeln. Diese Ressourcen nutzt du, um deinen Dome weiterzuentwickeln und zu verbessern. So, das ist im Grunde schon der Gameplay-Loop. Du, während du gräbst, das hast du hier gerade schon gesehen, kannst du auch diverse andere Sachen finden, außer Ressourcen. Du findest Relikte,
die deinen Dome insgesamt mit neuer Technologie aufwerten, wie beispielsweise ein Aufzug, wo du Ressourcen nicht mehr hochschleppen musst als Männchen, sondern du kannst sie einfach in den Aufzug packen und es wird automatisiert in deinen Dome gebracht. Und ich muss sagen, der Gameplay-Loop hört sich ziemlich simpel an, macht aber unheimlich viel Spaß, okay, weil sie es geschafft haben, die Erweiterung, die du dafür investieren kannst, super abwechslungsreich zu gestalten. Du hast verschiedene Möglichkeiten, deinen Dome aufzuwerten. Du hast auch drei verschiedene Domes zu Beginn. Also du hast so einen Schwertdome, du hast einen ganz normalen Laserdome. Dann hast du nochmal irgendwann schaltest du neue Sachen frei, wie beispielsweise so ein Spraydome heißt das, glaube ich, in dem du per Spray die Gegner verlangsamen kannst zum Beispiel. Hier hast du den Aufzug, den ich gerade beschrieben habe. Das macht unheimlich viel Spaß, weil das auch befriedigend ist, sich durch den Boden zu graben und dann per Vibration zu merken, okay, hier ist irgendwo irgendwas, die Ressourcen zu finden und dann genau in dem Moment, wo du denkst, okay, das ist die letzte Runde, wenn ich jetzt nichts finde, ist die Nummer durch und dann findest du die Ressource, die du brauchst, bringst sie schnell hoch, wertest deinen Dome auf und dann schaffst du halt die nächste Runde und die nächsten 10 Runden auch noch. Das ist schon ziemlich geil. Das ist eine Art Roguelite, die ich persönlich sehr, sehr mag. Da wird noch ein bisschen dazukommen, also was Content angeht, haben sie schon gemeint, dass da auf jeden Fall für Updates gesorgt wird. Ich finde es ganz cool, gibt es für Steam aktuell leider nur, ist Deck Verified, wenn ich mich nicht irre. Ich müsste kurz nochmal den Preis checken, weil ich einen Code von Raw Fury bekommen habe und ich mir das nicht gekauft habe. Gibt es für 17,99 € aktuell. Und ohne Scheiß, dieser Preis ist zu 100% gerechtfertigt. Das macht unheimlich viel Bock. Du hast extrem viel Wiederspielwert und ich bin jetzt schon jemand, der nicht so gerne am PC spielt, aber den PC extra nur für Domekeeper anmacht manchmal. Ja. Und das ist immer ein sehr, sehr gutes Zeichen, bei mir zumindest. Ich habe richtig viel Spaß, habe das Wirt vor ein paar, letzte Woche, glaube ich, mal vorgeschlagen, dass er das mal zockt. Und der hat sofort gemeint, ey, geiles Ding, ich liebe es. Guckt euch das sehr, sehr gerne an, falls ihr Interesse habt. Domekeeper, sehr, sehr, sehr gutes Spiel. Sieht's echt gut aus, muss ich sagen. Also ich wünsche denen viel Erfolg. Ich kann Tower Defense nicht ausstehen, aber das sollte nicht indikativ für den Erfolg des Spiels oder die Qualität dann sein. Es kann auch was sein, in bestimmten Fällen kann ich mich ja trotzdem damit arrangieren, wenn dann die Gameplay-Loop, wie du es geschildert hast, dann vernünftig funktioniert. Und rein äußerlich, finde ich, haben sie einen schönen Stil getroffen. Ja, wenn ich das auch Gameplay-technisch alles ineinander greift, alles schön und gut. I fucking hate Tower Defense. Verstehe ich. Darf ich mir erlauben ab und zu. Muss man auf jeden Fall mögen, was das angeht. Ich habe so ein bisschen nachgeguckt und geschaut, wie ist das Spiel überhaupt entstanden. War natürlich ein Game Jam-Spiel. Natürlich. Und hieß. Bei uns? Leider nicht. Hieß Dome Romantik. Ah, das haben lustig. Sie, haben sie Dorfromantik als Inspiration für den Namen gegeben. Und die waren tatsächlich auch, ich habe das mal im Stream gespielt, sind dann bei mir in den Chat gekommen und meinten, ja, im Game Jam hat man nicht so viel Zeit, um sich coole Namen auszudenken. Deswegen haben wir uns das nächstbeste genommen. Dorfromantik wahrscheinlich ziemlich lang gespielt und that's it. Freut mich wirklich sehr für die, dass Raw Fury die gefunden hat. Schön. Und das anscheinend ziemlich gut angekommen ist. Ich sehe hier auch bei den Rezensionen sehr positiv bei 1700 abgegebenen Stimmen. Toll. Du. In Zeiten des Steam Decks muss man natürlich immer auf eine Switch-Port hoffen, aber das wäre natürlich etwas, was sich für Switch sehr gut eignet. Ne? Ja, wenn man noch auf Steam Deck jeden hat. Fall. Ich sehe hier Steam Deck-Kompatibilität verifiziert. Also kann man auch, also ist schon für den Handheld zumindest oberflächlich optimiert. Es wird für mich immer schwieriger zu widerstehen. Da kannst du tatsächlich gerne mal so ein kurzes Update geben. Wie verstaubt so langsam aber sicher dein Steam Deck? Nee, ich benutze es ein bisschen mehr, nicht nur zum Spielen, sondern das Video Out habe ich jetzt auch noch mal ein bisschen vernünftig ausprobiert, weil es hat ja den USB 3 oder USB-C Anschluss, besser gesagt, obendran zum Aufladen einerseits. Aber ich habe auch noch so für das MacBook so ein Dongle, was normalerweise für USB und HDMI Out hat. Und es funktioniert genauso am Steam Deck. Und ich konnte zum Beispiel machen, um den Retro-Club drauf zu machen. Da habe ich so ein paar Oldschool-Shooter drauf getan. Adapter drauf, hier Bluetooth-Pad und schon ist das wie so ein mobiler kleiner PC, den du mal schnell für Video-Out irgendwo hier mitschleppen kannst. Für dich ist das schon ziemlich perfekt. Es ist schon ziemlich cool. Ne? Also bevor ich dann jetzt den fetten Riesenrechner mit 3080 oder sowas rumschleppe, überall, um da ein paar alte Retro-Boomer-Shooter zu spielen, was ich zuletzt gemacht habe.
war es ganz cool, das auf dem Steam Deck zu machen. Natürlich, leistungsmäßig kann das nicht ganz mithalten mit einer voll aufgewerteten Grafikkarte, aber du kriegst ja auch nur kleinere Auflösungen oder sowas dann auf dem Schirm da raus. Also es geht schon. Ne? Das ist ganz cool. Ich benutze das tatsächlich hier und da ganz gerne. Das Einzige, was mich nervt, ist, dass es sehr schnell die Ladung verliert sozusagen. Ja. Ne? Wenn du aufs Standby gehst und dann wirst du es 3 Tage später anmachen, ist die Batterie einfach leer. Scheiße, ja. Dann müsstest du es, wenn, dann glaube ich, runterfahren, richtig, oder zwischendurch immer. Aber ich greife ja auch nicht, sage ja auch nicht, okay, jeden Tag nehme ich es dann in die Hand, ne? Sondern nur, wenn ich da mal unterwegs bin oder was machen möchte. War letztens für einen Dreh in Bremen und musste den ICE nehmen und da saß wirklich jemand einen Sitz weiter mit einem Steam Deck und hat die ganze Zeit, keine Ahnung, in Need for Speed oder so gespielt. Hat natürlich ständig sein Ladekabel dran gehabt. Aber das hat mich schon... Ich habe an dem Tag im Zug habe ich Steam hier kurz besucht und geguckt, okay, wie sind so die Lieferzeiten? 1 bis 2 Wochen. Dauert nicht mehr so lange, wenn man sich das bestellen möchte. Ist die Sache, für wann haben sie die neuen Modelle angekündigt? Weil da wäre es ja vielleicht dann doch ganz gut, nochmal zu warten und gucken. Ich glaube, sie haben nichts angekündigt. Ja, also ich meine, da waren die Absichten auf jeden Fall, dass sie nochmal Upgrades da rein tun oder irgendwas. Okay. Ich weiß natürlich nicht, ob das Upgrades in dem Sinne ist, wir machen das Gerät günstiger und streichen Features, wie so viele Hersteller das machen. Oder wir machen einen billigeren Schirm rein oder so. Vielleicht diesmal einen richtigen OLED-Schirm statt IPS oder was auch immer da jetzt für ein Panel drin ist, wobei es schon echt gute Kontraste hat dafür. Ich dachte auch zu Beginn, das ist OLED, was da drin ist, aber ist es nicht. Nee. Trotzdem sieht es ja sehr gut aus. Das könnt ihr in die Comments gerne reinschreiben, da habt ihr euch bestimmt noch mal ein bisschen besser damit beschäftigt. Okay, hier gibt's halt nur Leaker-Informationen. Okay, ja, Ende 2030, ja, aber da... Ja, bis dahin, also kannst du 5 kaufen. So, das soll's zu Domekeeper gewesen sein. Sehr, sehr, ohne Scheiß, guckt euch das an. Ich hatte richtig viel Spaß damit. Komm, Gregor, jetzt gucken wir uns mal Callisto Protocol an. Ist ein Spiel, das sehr stark an Dead Space erinnern möchte. Hab aber hier und da zumindest gehört, dass es gar nicht mal so spooky sein soll. Gregor, du als jemand, der generell so ein bisschen abgehärtet ist. Ich mach mal hier das Video an. Stimmt das? Oder bist du der Meinung, dass man durchaus aufpassen sollte? Also es ist immer natürlich, ich denke, die Leute haben in der Berichterstattung, die sich jetzt für Callisto-Protokoll interessieren, die haben wahrscheinlich überhaupt keinen Bock mehr, das Dead Space den Namen noch zu hören, weil der Vergleich natürlich vorne dran ist. Aber das ist leider die Krux, die du machen oder mitnehmen musst, weil die Entwickler sind die von vorher Dead Space gewesen, zumindest dann Glenn Schofield, den ich auch kurz gesehen habe auf dem Event, wo wir das gespielt haben. Da waren auch etliche Leute, die Interviews gemacht haben. Vor ein paar Wochen gab es ein Event hier in Hamburg, wo man Callisto-Protokolle anspielen konnte. Ich habe so knapp 1,5+ Stunden das Kapitel 3 gespielt recht umfangreich dort sowohl alle Mechaniken mal ausprobieren können, das Kämpfen, das Stealthen und so weiter, wie das ist. Hatten sich schön hier auf einem Eventschiff hier gemacht. Nicht die Stubnitz, sondern das andere, wurde unter unterwegs, das sah ganz stylisch aus, wo dann im Bauch dann das so ausgekleidet wurde. Da waren die Leute da, ich habe ein bisschen mit den anderen Entwicklern gesprochen, nicht mit Schofield oder so, die meinten auch, sie sind so jetzt in der letzten Pressetour, weil der Release ist ja auch nicht so weit hin, 2. Dezember. Und ja, da waren wir da alle aufgereiht und lustig hier so alle so Kollegen, ach du, was warst auch hier, ich war im Slot vorher und alles, also hatten sich von überall her angesammelt. Wirtz ist auch dann mit dabei nochmal vorbeigekommen und hat zwar mitgespielt. Anne und ich haben wir nochmal bei Inside Moin ein bisschen drüber gequatscht, weil ich dann auch gespielt hatte. Und es ist Dead Space, nur in anders. Ne? Du kannst es leider auch nicht anders zusammenfassen in der Form. Spiel selber ist die klassische Mischung, wie man es von Dead Space her aus kennt. Du hast dann deine weitläufigen Level, das ist dein Charakter, mit dem du dann Third Person da durchgehst. Und es ist eine Mischung aus Räumen, wo mal ein bisschen mehr Action ist, wo mal kleine Puzzles mit dabei sind, wo du in Gegenden reinkommst, wo es dann noch ein größeres Mysterium gibt. Also finde irgendwo ein Item und schalte eine Tür frei und dann aktiviert sich irgendwie sowas. So dieses typische Dead Space Gameplay, wie man es kennt. Die Location ist natürlich ein bisschen anders. Es ist irgendwie so eine Strafkolonie auf einem Jupitermond auf Callisto. Und ich meine, von der Story habe ich nicht viel mitbekommen. Der eigene Charakter trägt ja so einen orangen Jumpsuit. Also ist er entweder ein Insasse oder jemand, der es infiltriert. Ja, ey, Alter, vielen Dank für das Zensieren. Ohne Scheiß. Wer zensiert denn den Scheiß? Finde ich richtig gut.
Gekröse ist da auch auf jeden Fall ohne Ende dran. Zumindest ja, ein bisschen Story, so eine Handvoll Cutscenes gab es am Ende von dem Part, wo ich gesehen habe. Das bricht jetzt aber dann auch mit dieser stetigen Perspektive, das hat Dead Space ja nicht gemacht. Ne? Das war ja das Alleinstellungsmerkmal, dass du immer auch in den Cutscenes sozusagen aus der Sicht von Isaac bleibst. Hier gibt es dann richtige Ausmodellierte, wo das auch mit der Kamera wechseln ist. Viel war aber durch solche Videologs, so holographische Videologs, die du gefunden hast. Da bin ich in so einer Station, aktiviere es und dann sieht man, was ist vorher passiert. So ein Charakterschema. Leider keine Untertitel in der Version, die ich gespielt habe. Deshalb konnte ich kaum was verstehen, was da passiert ist. Und dann stellst du so vor, dann siehst du so die letzten Bewegungen dieser Figur und dann landet das Hologramm in der Leiche, die dort in der Ecke liegt, weil dann irgendwas passiert wurde, was du nicht aufgenommen hast, um dann einen neuen Gegner zu introducen und andere Sachen zu machen. Spielerisch es ist ganz cool, ja. Also, du hast eigentlich eine relativ präzise Steuerung. Ich fand, die war ein bisschen gefühlt träge und sluggish, wenn man das hier auf Neudeutsch auch nochmal. Gott, jetzt kommt die ganze Reddit-Polizei jetzt dann auch wieder. Oh ja. Na? Aber fuck off. Ja? Fuck einfach off mit eurem Gatekeeping. Und ich mach das bewusst auf Englisch jetzt nochmal. Also, wo waren wir stehen geblieben? Genau, sie hat sich so ein bisschen träge angefühlt in der Richtung. Ich hatte das Gefühl, ich war häufiger mal in Animationen eingesperrt. Ne? Wenn ich da so in eine Leiter will, wo ich gerade von dem Gegner fliehe, muss er erstmal, okay, weil das sieht ja auch so aus, da hingreifen, hochgehen und alles. Oder wenn du auf einmal von 3, 4 Gegnern angegriffen wirst, die schnell auf dich zulaufen, muss er erstmal gucken, wen nehme ich ins Visier, kann ich mich richtig umdrehen? Das kann auch eine Gewöhnungssache sein. Und es gibt dem Ganzen nochmal so ein bisschen mehr Gewicht und Realismus sozusagen, wenn der Charakter auch seine Bewegungen alle machen muss. Mhm. Ich hatte das Gefühl, dass ich ein bisschen mobiler gerne hätte sein können und wollen, so in der Richtung. Diese Nahkampf, ich habe den noch nicht zu 100% drauf, muss ich sagen. Ja, weil viel kommt da auch mit zusammen. Du hast ja diese Dead Space-Elemente, dass du diese Telekinese hast, wo die Gegner greifen, wegwerfen, zu dir zuziehen kannst. Du hast eben auch Strategic Dismemberment ist es jetzt nicht ganz, aber du kannst denen immer noch zum Beispiel den Kopf wegballern und sie laufen weiter auf dich zu. Hier ist es dann so, dass wenn du das nicht rechtzeitig machst, Resident Evil 4-Style, so Tentakel aus denen rauskommen und die sich dann mutieren können zu großen Riesen-Brutes, die noch heftiger reinhauen, deshalb musst du ganz schnell auf die Tentakel zielen oder sie schneller erledigen. Was du aber wirklich mit in dein Gameplay reinpacken musst, ist eben dieser Nahkampf, wo es richtig dann so Fighting-Game-mäßig so Blocken und Ausweichen gibt, dass du durch den linken Bewegungsanalogstick machst. Das heißt also, Gegner kommt auf dich zu, den Stick weg vom Gegner gedrückt halten, also eine Block, womit du die ja abblocken kannst, die Sachen. Und wenn sie auf dich zukommen, das Timing du richtig machst, kannst du nach links und rechts so ausweichen. Und das war so ein bisschen schwierig, das Timing dafür rauszubekommen, weil es hat sich für mich dann am besten ergeben, hey, Gegner laufen mal auf mich zu. Am einfachsten ist, dass ich hole sie mit der Telekinese zu mir rum, die sind so ein klein bisschen gestunt, dann gebe ich denen mit meinem Schlagstock noch 3, 4 mit und schieße denen noch mal 2 hinterher und wiederhole das Spielchen vielleicht. Aber so das Timing, wann weißt du aus? Wann hast du vielleicht noch mal so ein paar Sekunden, um dem dann noch mal eine so reinzuzimmern? Du musst es mit reintun, weil die Munitionsknappheit ist schon sehr, sehr stark da. Und das Gefühl habe ich nach 1,5 Stunden noch nicht so bekommen. Ansonsten lief es aber schon recht rund. Es waren nur ein, zwei kleinere Bugs, die ich hatte, sodass ein paar von den Umgebungskills nicht ganz so funktioniert haben, dass so Gegner mal in solche, dann große Ventilatoren wirfst und so weiter da rein. Grundsätzlich hat es mir persönlich viel Spaß gemacht, but da ist kein original bone in this body für die Leute, die das was wert ist. Ich habe auch ein Video bei YouTube dann dazu gemacht und die Meinung ist so ein kleines bisschen geteilt, ne? Das ist was ich. Weil manche Leute sind überdrüssig, dass immer der Dead Space-Vergleich kommt, aber das ist nun mal inhärent in der Sache, würde ich eben es sagen. Es ist halt leider so, also sorry, also muss man sich dem einfach stellen und drüberstehen. Also wer da das verklärt großartig, der weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also von der Telekinese bis hin zur UI und der Optik. Ich meine, das beste Beispiel ist es eben bei Dead Space, was eine coole Sache, die Energieleiste quer längs in deinem Spine da dran zu machen, an deinem Rückgrat, einfach weil es so immersiv dann war und du nicht auf extra Menüs gehen musst. Und hier ist es so, okay, wir wollen dann nicht an Dead Space nah dran sein, es ist nicht mehr längs, sondern quer, die Energieleiste, die du hinten drauf hast. Und das ist auch sowas. Ja, ich find's jetzt auch nicht so mega schlimm, aber also, ich find's jetzt weird, wenn man sagen würde, ja, aber es ist jetzt doof, wenn man ständig Dead Space nennt. Es ist halt einfach die teilen sich die DNA. Damit das Spiel auf seinen eigenen Beinen stehen kann, deshalb spreche ich auch nochmal von der Originalität. Ich bin mir ziemlich sicher von dem, was ich gespielt habe. Ich werde meinen Fun haben. Die haben auch schon gesagt, es soll so 12 bis 14 Stunden sein, was eine ziemlich ordentliche Länge dafür ist. Wenn es dann die Abwechslung halten kann, sehr, sehr cool. Und hoffentlich, dass mit dem verfrühten Release, der jetzt dann kommt, wir haben ja auch schon die Meldungen gehabt, da haben wir schon drüber diskutiert, dass da potenziell so Crunch und so weiter, solche Sachen passieren. Auch eine Frage, machen Sie es jetzt gerade noch mit der heißen Nadel fertig? Merkt man das dem Spiel an? Hätte das vielleicht noch mal ein halbes
halbes Jahr oder mehr vertragen können. Aber jetzt, wo das Dead Space Remake schon Ende Januar rauskommt, wurden die vielleicht hier so gezwungen damit. Und das Gefühl hatte ich jetzt nicht unbedingt, dass es mit der heißen Nadel gestrickt sich anfühlt, sondern es hat schon den Raum zum Atmen gehabt. Den es letzten Endes, diese Geschichte mit Dead Space bringe ich da nochmal meistens rein, weil jetzt hast du einen Glenn Schofield, der weg ist vom Joch von EA, ja, wo EA ihm aufgezwungen haben, bei Dead Space 3 jetzt diese Multiplayer- und DLC-Elemente und Microtransactions reinzubringen, die einfach dem Spiel nicht gut getan haben und wollten dann nicht weitermachen mit der Serie. Visceral Games so existiert ja auch nicht mehr so, wie die existiert haben. Und ist das jetzt das Spiel, was er komplett mit seiner Vision zu 100% umsetzen kann, wo EA ihm so einen Riegel dann davor geschoben hat? Und ich habe jetzt bisher leider nur nichts Originelles gesehen, wo ich sage, das ist die neue Stufe des Horrors. Jetzt ist jemand, hat nicht mehr die Ketten von EA und kann sich richtig austoben. Mhm. Er macht das gleiche Spiel, was er vorher gemacht hat, jetzt moderner und mit ein paar Änderungen, die hier drin sind. Und das ist für mich letzten Endes okay, weil ich mag solche Art von Spiele. Aber da musst du auch fragen, hätte er vielleicht bei EA jetzt auch machen können, wenn die Dead Space nochmal neu auflegen. Ja. Nochmal ein letzter Punkt. Ich gehe mal hier kurz raus, weil ich selber nochmal nachgucken möchte, was das angeht. Deine Meinung bezüglich des Horrors in Callisto Protocol. Ich höre jetzt sehr oft, dass das halt sehr actionlastig ist, dass du sehr viele Momente hast, wo du die Konfrontation suchen musst. Ist das... Wie ist dir das im Spiel selbst begegnet? Hast du das Gefühl gehabt, dass da durchaus eine gewisse Atmosphäre erreicht wird, die sich halt mit so einem Dead Space messen kann? Oder geht das hier schon gezielt mehr in Richtung Action und Horror ist mehr so ein Template, das da drüber gesetzt wird? Es war auch sehr, sehr analog zu Dead Space, muss ich sagen. Also gegruselt habe ich mich nicht bei dem Spiel, ne? Aber auch von der persönlichen Seite aus gesehen, sie haben das alles schon recht atmosphärisch aufgebaut. Mhm. Und der Gore ist schon extrem, wenn du dann in die Todessequenzen und alles da reinkommst und was du mit den Gegnern anstellen kannst. Es gab einen Part im Spiel, wo du tatsächlich mal stealthen konntest. Und dann habe ich gemerkt, tatsächlich, es gibt Stealth-Kills im Spiel. Vorher hast du gar keine Gelegenheit, die vernünftig anzuwenden, weil die Gegner dann doch eher aggressiv gewesen sind, wenn du die gesehen hast. Und auch genau wie bei Dead Space, muss ich leider wieder mal erwähnen. Die können von überall auftauchen, weil es sind Luftschächte, wo die durch können. Und selbst mal in einem anderen Raum, wenn da ein Luftschacht den verbindet und du durch eine Tür gegangen bist, kommen sie durch den Luftschacht durch, wenn sie mal aggro sind. Also du bist auch nicht so zu 1000% sicher durch Türen dann durchlaufen. Also auch das Element, was sie ganz gut gemacht haben. Aber außer dem Part, wo ich mal so ein bisschen gestealth habe, hatte ich nicht wirklich die Gelegenheit, mich zu gruseln, weil die Stimmung war cool, aber die Action hat mich mehr dann eingenommen. Okay. Na, und bei Dead Space ist es ja nicht viel anders. Das ist ja auch mit jedem Spiel actionlastiger geworden. Da ist der zweite Teil mein persönlicher Liebling, muss ich sagen, weil es aber auch die Action noch mal ganz nach vorne gepackt hat. Der Unterschied zwischen Alien und Aliens als Filme. Ne? Ein stimmungsvoller Horrorfilm gegenüber einem stimmungsvollen Actionfilm. Action-Horrorfilm. Interessant. Callisto Protocol kommt für die PlayStation, für die Xbox und für den PC raus am 2. Dezember, wie Gregor gerade schon gesagt hat. Publisher ist Krafton, finde ich ganz witzig. Weil ich die Connection zu PUBG ist nicht mehr da, ne? Das war ja das, nee, was nee, nee. Ja, genau. Das sollte wohl in dem Universum von PUBG stattfinden, aber haben sie selbst gemerkt. Ja, was auch immer das bedeutet hätte, kommst du dann jetzt irgendwie in die große Gefängnissporthalle und sagst, oh, wir sehen hier 100 Leichen und nur einer, der einen Pokal in der Hand noch festhält. Oder was soll das? Oder ein Chicken Döner hat. Chicken Döner, ich weiß, aber Chicken Döner, die lustiger. Schön Dürüm reinballern. So, okay. Schöner Chicken Döner. Ich sehe gerade auf der Uhr, dass wir so langsam aber sicher zum Ende kommen müssen. Ich würde aber trotzdem zumindest mal kurze Eindrücke von dir gerne hören, lieber Gregor. Zum Beispiel vom Mega Drive Mini. Das hast du dir auch angeguckt. Mega Drive Mini 2, genau, da werde ich ein bisschen mehr beim Retro Club machen. Kannst du hier einen kleinen Teaser geben? Ich kann einen kleinen Teaser geben, genau. Gerade rausgekommen, es gab vor 3 Jahren das Mega Drive Mini. Ja, mit 40 plus Spielen, Miniaturkonsole, wie wir sie so häufig bekommen haben. Der Trend ist ja so ein bisschen vorbei, weil ich glaube, die verbaute Technik, die in den Dingern drin ist, die neueren Konsolen zu der damaligen Zeit, die sind wahrscheinlich zu kräftig dafür. Ne? Also du wirst nicht auf der Basis wohl ein N64 oder PS2 oder Dreamcast Mini bekommen. Da muss wohl noch mal eher neue Technik oder günstigere Bauweise da rein. Nichtsdestotrotz, die haben ein Mega Drive 2 Mini oder Mega Drive Mini 2 nachgeschoben nach dem zweiten Mega Drive Modell, was rausgekommen war. Jetzt mit 60 plus Spielen, die dann drin sind, also noch mal ein bisschen mehr, die dann gefehlt haben beim ersten oder wieder so Prototypen, die zusammengebaut wurden. Grundsätzlich spielt sich alles vernünftig.
lustig. Also Emulation war ganz gut. Die Spielezusammenstellung ist auch interessant, wo ich da aber auch einige Sachen gehabt habe, die ich vermisst habe. Letzten Endes musst du aber sagen, es fühlt sich sehr merkwürdig, gefühlt DLC jetzt in Hardwareform zu bekommen. Das wollte ich gerade. Also ich wollte gerade fragen, ist das jetzt wirklich nochmal Plastik, ja, das du geschickt bekommst? Ja, nochmal ein Stück Plastik, teurer als vorher. Ich glaube, zum Release hat es 80 Euro mit zwei Controllern. Das Mega Drive Mini 1 gekostet. Mega Drive Mini 2 hat jetzt einen Controller mit 6 Buttons statt 3 vorher und kostet 110. Warum updaten die das nicht einfach? Ich weiß es nicht, ne? Also vielleicht ist da ein bisschen bessere Hardware drin, weil jetzt hast du auch Mega-CD-Games, die beim ersten nicht mit drin waren, was emulationstechnisch vielleicht nochmal ein bisschen aufwendiger ist. Aber ich verstehe es dann auch nicht so ganz, vor allem dann zu sagen, die Spiele, die da draußen haben, nicht speziell mit dem Mega Drive 2 Modell zu tun. Das war so eine Revision von Sega, die ein paar Jahre später rauskam, die so ein paar Sachen weggestrichen hatte. So, es gab nicht mehr den Kopfhörerport und andere Sachen aus der Konsole, einfach damit es günstiger gebaut werden kann. Es sieht ganz schick aus, aber für mich fühlt es jetzt so letzten Endes an, als ob ich für ein Stück DLC physisch was bezahlt habe. Ne? Und da hätte es auch, was sie gemacht haben, ist, das sind eben so, das ist M2 mal wieder, die natürlich viel von solchen Retro-Collections und Hardware oder sowas machen. Und die haben so die extra Nerd-Stufe auch beim ersten Mega Drive Mini gehabt. Zum Beispiel die Cartridge-Klappe kannst du aufmachen, aber ist natürlich nichts drin an Slots. Aber du kannst dir in Japan Miniaturnachbildungen von Modulen holen, die du da drauf packen kannst. Wirklich? Und Miniaturnachbildungen von der Hardware, damit du das ins Regal stellen kannst. Wie dumm! Für Sammler mit dabei. Warum gibt's zum Beispiel nicht, macht doch einen richtigen Cartridge-Slot da rein und sagt dann, ihr verkauft dann später Module mit solchen Packs. Da gibt's ja solche Geräte wie das Evercade, was so ein Handheld und eine Heimkonsole ist, die dann genau sowas macht. Da gibt's so Modulpacks, wo du dann legale ROMs, dann lizenzierte ROMs dir holen kannst mit 20 Pack von Spielen, packst auf ein Modul drauf, hast auf deinem Handheld oder dem Gerät. Und warum das nicht beim Mega Drive Mini so machen, als jetzt nochmal ein neues Gerät rauszubringen und für die Spiele, die jetzt noch nicht mit dabei sind, okay, gibt's dann eine Mega Drive Mini 3 nochmal in ein paar Jahren? Schreit da jemand groß danach? Weil so die richtig geilen Spiele, da ist noch einiges, was sie nicht dazugepackt haben. In Japan haben sie Luna und Popful Mail und solche Sachen, die dann hier im Westen leider, glaube ich, lizenzrechtlich schwierig sind. Sowas wie Snatcher hätte drauf sein können, ist nicht mit drauf. Also ja, letzten Endes schade. Das Gerät an sich ist gut, aber da werde ich im Retro-Club noch ein bisschen ausführlich drüber quatschen. Ey, ich will denen ja gar nicht absprechen, dass sie da diese Produkte mit Liebe zum Detail entwickeln, aber so ein bisschen Sinn für, auch wenn sich das jetzt doof anhört, aber so ein Sinn für Nachhaltigkeit finde ich gar nicht mal so scheiße, dass man halt einfach, okay, denkt, wenn das Ding erfolgreich wird, wie können wir das erweitern, ohne den Leuten noch mehr Plastik in die Wohnung zu stellen und das ein bisschen smarter zu machen. Also auch für die, dass sie vielleicht nicht ganz so viel ausgeben, dann verkaufen sie halt Cartridges mit, keine Ahnung, mit einem Speichermodul drin, das halt kompatibel ist mit dem Mega Drive Mini und dann hast du halt nochmal deine Erweiterung. Auch ein bisschen Plastikkram, aber jetzt nicht so viel, wie du dir halt nochmal kaufen würdest mit einem komplett neuen Modell. Ja. Finde ich persönlich einfach ein bisschen lame und hat so ein Gefühl auch von so Cash Grab. Es ist komisch, ne? Die Liebe zum Detail ist drin und ich glaube, da sind auch Leute dran gewesen, denen das wirklich was wert ist. Und ich freue mich auch als Mega Drive Fan, dass da nochmal in der Richtung was kommt. Aber auch da der Gedanke, brauche ich noch ein Stück Plastik? Muss ich dafür nochmal mehr als den Vollpreis ausgeben? Ist es wieder was jetzt nochmal in limitierterer Fassung produziert, also noch kleinere Stückzahl als Mega Drive Mini 1? Das heißt also, sobald die Charge durchverkauft ist, kommen dann die Scalper an und wollen von den Leuten, kannst du ja noch an die NES Mini wieder zu erinnern, was so limitiert war, wo dann Leute zu Weihnachten 500 Euro oder so bezahlt haben. Was, wirklich? Ja, nee, also zumindest mehrere hundert Euro verglichen mit den, was war es, 70, glaube ich, die du original bezahlt hast fürs NES Mini. Und das war ja so eine Zeit lang, weil es dann so das Weihnachtsgeschäft, wie viel war, das erste Weihnachtsgeschäft, als erste Mini-Konsole. Ist auf einmal der Gebrauchtmarkt da explodiert, bis mal eine neue Charge von Nintendo dann kam. Es fühlt sich merkwürdig an und muss auch sagen, die Sega hat so viele andere Sachen außer dem Mega Drive, die sie nochmal bespielen können, aber anscheinend trauen sie sich nicht wirklich aus dieser 16-Bit-Nostalgie dann da so rauszugehen. Könnte durchaus auch die letzte Mini-Konsole ihrer Art sein, weil ich weiß jetzt nicht, ohne dass eine neue Hardware oder entsprechend was anderes kommt, dass das noch technisch möglich ist in der Form. So ein PS2-Mini würde, glaube ich, funktionieren für einige. Da muss der negative Geschmack des PlayStation 1-Minis erstmal rausgewaschen werden, weil das scheiße war am Ende, ne? Von der Emulations- und Spielqualität. Aber also, was würdest du eher präferieren? Also wirklich auch noch mal, jetzt auch ohne zu urteilen oder so, würdest du lieber auch wirklich so ein schönes PS2
so eine kleine Miniatur PS2 haben mit den Spielen oder einfach die Spiele gut aufbereitet für die PS5 zum Download. Schwierig. Ich bin ja auch in der Situation, ich bin ja auch eher Gamer und Sammler und ich habe dann viele von diesen Geräten. Was ich mir vorstellen kann, diese Einzelgeräte sind ganz gut für die Leute, die eben nicht alles dann haben müssen. Ne? Und wenn jemand dann ganz viel früher auf der PS2 gespielt hat und dann so ein kleines Miniatur-PS2-Ding kommt, was du neben dem Fernseher stellen kannst mit den Controllern, die immer noch alle verkabelt sind übrigens, was ja auch nicht geil ist. Ne? Also 2-Meter-Kabel ist bei manchen Setups nicht so nett, wenn du das mit reintust. Dann kann ich mir vorstellen, dass so das nochmal was extra ist, als dass irgendwo in einem Download-Store was auftaucht oder dass du nur so einen USB-Stick, so Fire-Stick-mäßig bekommst, den du reintust mit Bluetooth-Anschluss, weil das Ganze macht es nochmal so ein bisschen runder, das Erlebnis. Ich persönlich wäre wahrscheinlich besser damit, wenn es eine gut durchgearbeitete Library auf der PS5 und anderen Sachen gäbe, vor allem dann aber auch ein bisschen kompletter, ein bisschen vollständiger, bessere Emulation und so weiter, weil das, was mit PS Plus jetzt nochmal gekommen ist, ist irgendwie eine Handvoll PS1-Spiele, ein paar PS2 auf PS4-Portierung, die wir bekommen haben. Aber das ist ja auch alles schon längst eingeschlafen, Gefühl, weil du bekommst ja kaum was nach. 2, 3 PSP-Spiele, die wir jetzt gekriegt haben, was ist denn das alles? Mhm. Inklusive nicht so tolle Emulation am Anfang, die jetzt nochmal verbessert wurde, glaube ich, soweit ich gesehen habe beim PSN. Das ist nicht so geil dann letzten Endes. Da habe ich viel mehr noch auf meine PS3, muss ich sagen, wo sie sich tatsächlich so ein bisschen geschert haben und mal, oh cool, jetzt gibt es ein Chrono Cross, bevor es dann die Remaster gegeben hat, was ich mir für 5 Euro holen kann. Scheiße, Grandia 3, ne? US-Version gibt es als Import so und so teuer, kann ich mir da im Store für $10 kaufen. Sowas ist ganz cool. Ne? Mhm. Und sowas hätte ich dann, ich persönlich von Gamer-Sicht aus lieber, dass ich das für eine Handvoll Euro holen kann. Deshalb ist es auf Xbox-Plattformen ganz nett, dass sie sich so sehr um Abwärtskompatibilität irgendwann mal gekümmert haben, dass ich selbst sehr viele alte Xbox Classic Games dann auf der Series X einfach so runterladen und zocken kann. So, und um das auch nochmal zu entkräftigen, weil ich in letzter Zeit auch sehr derbe Nachrichten mittlerweile bekomme von Leuten, die PlayStation mögen und uns. Bist du ein Fanboy? Und uns hier vorwerfen. Nee, ganz im Gegenteil, dass wir hier sehr arcaden und warum wir die PlayStation hier immer so rund machen. An alle Leute, es ist mir wirklich egal, so welche Konsole jetzt irgendwie besser dasteht oder nicht. Ich will einfach eine gute Zeit haben, wenn ich abends, egal welche Konsole anmache und spiele. Da hebe ich nicht eine Konsole über andere. Ich mag alle gleich, selbst die Nintendo Switch. Ich würde sie noch mehr lieben wollen aktuell, kann ich aber nicht, weil sie nicht so geil läuft, wie ich es mir gerne vorstellen wollen würde. Ich habe letztens eine Nachricht bekommen, so wirklich buchstäblich, der erste Satz: Ilias, so dreckiger PlayStation-Hater. So, Digga, was ist dein Problem? Hast du wieder Fortnite gespielt? Was habe ich denn gesagt? Overwatch. Wahrscheinlich habe ich gemeint, dass ich den PlayStation Plus-Katalog nicht so geil finde oder so. Okay. Oh, eine Sache, die mir gerade einfällt von wegen, ich habe mir auch die Comments da nochmal angeguckt. Wir haben natürlich recht amüsiert reagiert, dass du deine Overwatch-Erfahrung letztes Mal wiedergegeben hast, wo du dann beschimpft wurdest durch den Controller. Wir haben natürlich nicht uns lustig über die Situation gemacht, dass Leute dann eingefeindet werden und du im Spezifischen natürlich jetzt das sowas. Also wir lachen nicht über das Leid von anderen Leuten. Wir fanden einfach die Situation so absurd, dass du nicht da einmal dahin warst. Ich habe das auch überspitzt dargestellt. Also es ist so passiert, aber ich habe es überspitzt erzählt. Genau. Also ich wollte es nochmal sagen, ist natürlich absolut scheiße. Das ist auch einer der Gründe, warum ich nicht online spiele. Ich setze mich dem doch jetzt ja nicht aus, dann sowas zu machen. Aber die absurde Situation, du willst dann einmal spielen und dein Controller fängt dich an zu beschimpfen. Ja. Das ist einfach super amüsant. Leider ein bisschen lustig. Ich habe es ja auch schon häufig gesagt, wir haben das Privileg, durch unsere Arbeit jetzt hier uns auch sehr breit mit Videospielen zu beschäftigen und auch die Zeit und die Gelegenheit zu haben, auf allen Plattformen zu spielen. Und ich spiele auf allen Plattformen gerne. PC, Xbox, PlayStation, Switch und den ganzen anderen Geschichten. Da ist auch viel Scheiße auf allen denen drauf. Und wenn ich mich über irgendwas persönlich aufregen kann und hier die Plattform habe, um das zu sagen, dann sage ich auch, ey, das mochte ich nicht. Das sieht bei mir so oder so nicht aus. Das ist sowieso die persönliche Meinung, die ich wiedergebe. Und dann, wenn jemand das persönlich dann nimmt und dann einen in die Fanboy-Ecke oder Hater-Ecke irgendwie dann reinmachen will, das ist ja auch irgendwie so, das sind beides Totschlagargumente, ja? Fanboy und Hater drückt irgendwie so aus, ich habe mich nicht wirklich damit auseinandergesetzt, was jemand anderes gesagt hat, sondern ich bin auch sehr zufrieden jetzt in meiner Schubladendenke, das jetzt hier zu haben, weil Fanboys und Haters, gibt's das überhaupt konkret oder sind das alles wirklich nur Schubladen, diese Wörter? Ich habe keine Ahnung. Ich will nur noch mal sagen, also mir könnte es nicht egaler sein, welche Konsole aktuell relevanter ist oder nicht. Für mich ist einfach nur wichtig, dass
auf diesen Konsolen gute Spiele laufen und das war's. Ich habe auch dieses Gefühl nicht, dass ich jetzt irgendwas, dass ich einen Megakonzern jetzt hier verteidigen muss und ich auf Seiten von Milliardären bin. Leute, das sind, komm, ich will das nicht so doll aufbauschen. Das sind alles Milliardenfirmen, die halt ganz andere Sorgen und es ist vollkommen egal, ob ihr sie jetzt verteidigt oder nicht. Ey, bist du auf Epic Store oder auf Steam? Bist du so ein Epic Nerd oder was? Gib's Kloppe nach auf. Streiten sich Leute über Epic oder den Steam Store? Das gab's tatsächlich. Immer noch, ne? Das gab's. Ich erinnere mich auch, dass das habe ich, glaube ich, hier mal erwähnt, als Kojima angekündigt hat, dass er für Microsoft jetzt auch an einem Cloud-Spiel arbeitet, dass Leute ihre Playstations auf den Boden geworfen haben. Oh, shit. Das gibt's wirklich. Also, das könnt ihr nachgucken. Ihr Playstation-Hater, warum zerstört ihr eure eigene Playstation? Das ist Kojima, warum verrätst du uns? Bam! So, Alter, was geht? Lass doch Kojima seine scheiß Games machen, überall, wo er will. Naja. Who cares? Wir sind eigentlich am Ende. Gregor, ich habe ein letztes Thema noch mitgebracht. Ich möchte das aber auch nur kurz abhandeln. Ich habe Horizon Forbidden West gespielt. Oh, ich dachte, du sagst noch Bayonetta jetzt hier. Ach, stimmt. Gerade draußen ist. Stimmt. Ja, komm, wollen wir lieber über Bayonetta sprechen? Ich habe eine Stunde gespielt und Kopfschmerzen bekommen und ausgemacht. Können wir nächste Woche bestimmt mehr sprechen, aber irgendwie, da hat mir meine gesundheitliche Situation nicht entgegengewirkt. Okay, komm, dann lassen wir Bayonetta 3 für nächste Woche. Ich will ganz kurz über Horizon was erzählen. Ja, erzähl mal was. Hab's ein bisschen gespielt, hab's super lange hinausgezögert, weil ich der Meinung war, okay, vielleicht ist das einfach kein Spiel mehr für mich, weil ich einfach open... Ja, das ist meine Liste. Ja, ja. Sehr gut. Ja. Weil ich das Gefühl habe, dass diese Art von Open World leider nicht mehr so meins ist. Und ich muss leider sagen, dass das wirklich so eingetreten ist. Ich muss vorab sagen, unfassbar schöne Spielwelt. Also so absurd schöne Spielwelt. Aber das ist, finde ich, tatsächlich auch das Problem. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, dass ich mich in dieser Spielwelt nicht so gut orientieren kann, weil alles so hochgradig detailliert ist. Alles sieht aber so auch ein Stück weit gleich aus. Mhm. Und ich habe nicht mehr bei... Ich weiß, dass der Vergleich die Leute mittlerweile nervt, aber so ein Breath of the Wild zum Beispiel hat jetzt vielleicht nicht die schönste Spielwelt, aber man kann diese Spielwelt unfassbar gut lesen, finde ich. Mhm. Weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich jetzt da hingehe, passiert irgendwas oder ich glaube, da hinter dem Berg könnte was sein, was mich interessieren könnte. Da ist ein Turm. Wenn da ein Turm ist, ist eine Gegnersiedlung nicht weit weg. Und so habe ich das Gefühl, dass ich immer von Schritt zu Schritt immer wieder neue interessante Erfahrungen erlebe. Und hier ist das so, dass ich halt wirklich keinen Plan habe, wo ich bin. Ich laufe oder ich renne irgendwo ins Nirgendwo und mit der Hoffnung, dass ich irgendwas Interessantes finde. Aber dann sind es mal wieder nur Gegner oder irgendwie Holz, das ich einsammeln kann. Und dann stellt sich sehr schnell aber heraus, dass ich bestimmte Pfade gehen muss, die ein Stück weit linear sind, um halt die Erfahrung zu bekommen, die interessant sind. Also bestimmte Sidequests, Hauptquests natürlich auch. Hier und da stolpere ich halt auch über eine Nebenquest. Aber das ist dann wirklich ein so ein Drüberstolpern und nicht, okay, ich gehe dahin, weil ich interessiert bin an diese Ecke der Spielwelt und lass das so auf mich wirken, sondern ich laufe irgendwo hin und plötzlich passiert irgendwas. Und das fand ich irgendwie sehr, sehr schade. Hast du das erste Horizon ausführlich gespielt? Nicht komplett durch, aber ich habe da locker 10, 15 Stunden investiert. Also ich habe es erst zweimal durchgespielt, inklusive dem beliebtesten Let's Play hier auf Rocket Beans TV. Damals noch aber auch privat einmal durchgespielt. Finde, da konnte man, weil es ja auch so ein Spiel war, was kurz vor Breath of the Wild rausgekommen ist. Das hatte so seine Orientierungspunkte, zwar auch sehr gut designt, aber du hattest noch da diesen einen Schutzwall des ersten Gebietes, wo sich keiner hervorwagen darf. Ja. Und auf einmal öffnet sich die Welt. Oder die einen Bereiche, wo dann so ein zerstörtes Hochhaus ist, was nochmal andere Sachen macht. Da konnte ich die Orientierung noch halbwegs halten. Ich kann verstehen, was du da jetzt hier meinst, weil Breath of the Wild habe ich auch noch so meine Ecken im Kopf. Du gehst da zum Süden hin, da sind diese riesigen Pilze auf einmal. Oder um Garnon Schloss hast du drumherum dann nochmal diese dicken Gräben, wo nochmal Sachen aufgebaut sind. Du gehst in den Osten zu den Vulkanen und sowas, wo du ganz hoch kommst, oder im Westen bei den Orni. Nee, wie hießen die Vögel? Orni. Dann, das sind so Sachen, die so hängen bleiben. Bei
Horizon 1 habe ich so auch so halbwegs im Kopf. Was ich da ein bisschen schwieriger fand, und ich hoffe, dass ich noch zu Forbidden West dieses Jahr komme, weil einfach so viel dann enorm ansteht. Mhm. Das Spiel will ich wirklich auch machen, wenn ich wirklich frei im Kopf dann bin, um es dann entsprechend zu spielen. Beim ersten Teil konnte ich das noch halbwegs auseinanderhalten. Und was mich da ein bisschen nur immer irritiert hat, war der sehr, sehr schnelle Witterungswechsel. Du bist dann irgendwie, du stehst hier, alles Sommer, du gehst 3 Meter weiter, auf einmal drehst dich um, alles verschneit. Ja. Dann gehst du wieder zurück, alles Sommer. Die haben das schon sehr klar getrennt. Ja, das hast du, natürlich hast du das bei einem Breath of the Wild auch, dass du ein Stück weit deine Grenzen hast, die du halt deutlich siehst. Aber insgesamt hatte ich das Gefühl, dass ich da einfach eine bessere Spielerfahrung hatte, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass das mehr Sandkasten ist, dass ich mich halt da ein bisschen mehr ausprobieren kann, dass ich das einfach viel besser, dass ich die Ecken viel besser einordnen konnte und viel besser für mich planen konnte. Wo möchte ich als nächstes hin? Wo kriege ich die Spielerfahrung, die ich gerade möchte? Und ich glaube, dass ich bin auch mit dieser Erwartung in Forbidden West reingegangen und ich glaube, das war Quatsch. Ich glaube, das ist einfach eine andere Art von Spiel, auf die man sich anders einlassen muss. Du kriegst viel Spiel fürs Geld und das ist deine Welt. Mach mal. Sammel ein, mach die Häkchen weg. Ja, tu, was du mach nicht die Häkchen weg. Mach das die Häkchen weg. Tu, was du nicht lassen kannst. Darauf musst du Bock haben und ich glaube, da bin ich mittlerweile nicht mehr. Ab und zu mal können wir ja bei Zeit nochmal diskutieren. Ich hoffe, ich kann es dann auch nochmal spielen. Ich werde bis nächste Woche sowieso nochmal God of War dann ausführlich gespielt haben, hoffe ich mehr in Bayonetta 3. Und ich habe auch Persona 5 Royal mal kurz angefangen auf der Switch, um zu sehen, wie es ist. Nächste Woche dann mehr. Das soll es tatsächlich schon von Game Talk gewesen sein. Vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet. Schreibt gerne hier unten in die Kommentare, was haltet ihr von den Horrorspielen, die wir hier besprochen haben? Ist Horror überhaupt noch da? Und vor allem, wie soll ich Forbidden West konkret spielen? Ist das so, wie ich es gespielt habe, okay? Oder habt ihr das Gefühl, dass ich das irgendwie anders spielen könnte, um mehr Spaß aus diesem Spiel rausziehen zu können? Schreibt das sehr gerne hier unten in die Kommentare. Ein bisschen hochhabern, da ist ein Daumen nach oben, klickt den auch gerne drauf. Dann supportet ihr diese Sendung, dann supportet ihr Gregor. Er hat einen festen Arbeitsplatz und kann weiter toll über tolle Spiele sprechen. Yay. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Schön.